Ja, ich grüße euch ganz herzlich zur Freitagsmeditation im Tibetischen Zentrum, hier in der Güterstraße nahe der Hamburger City. Ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn ihr persönlich kommt. Das ist schön, dass man nicht mehr wie in der Corona-Zeit hier alleine sitzt. Aber ich grüße auch natürlich ganz ausdrücklich die digital dabei sind und noch deutlich in der Mehrheit. Ich freue mich übrigens tatsächlich sehr, wenn da auch positive Feedbacks, die manchmal eingehen, das inspiriert mich schon, wenn ich höre, dass der eine oder andere davon profitiert, wenn er daran teilnimmt. Das ist sehr schön zu hören. Auch teilweise wegen dem Podcast, Buddha bei die Fische, gerade wieder neu herausgekommen gab es auch teilweise nette Reaktionen. Und auch beim Studium, das ich natürlich immer sehr empfehle, unser Grundstudium, da haben wir ja gerade wieder Klausuren geschrieben und ich korrigiere die gerade. Und dann zu hören, wirklich, dass das Leuten doch sehr viel gibt, an diesem Studium teilzunehmen, das ist sehr inspirierend für uns. Ne? Man sieht die ja nicht ständig, die Mehrzahl sind ja auch Fernstudenten. Aber wenn man dann auch sieht, was da so geschrieben wird, auch an persönlichen Reflexionen des Dharma, das ist schon sehr erfreulich, wenn man merkt, dass Menschen den Dharma aufnehmen und offenbar sehr davon profitieren. Gut, auf jeden Fall, danke für die Feedbacks. Weiter so, immer positive Feedbacks senden. <laughs> wir versuchen, das dann in den Fahrt umzuwandeln, dass wir nicht stolz werden, ne? Gut, auf jeden Fall Freitags ist ja mehr die analytische Meditation. Beziehungsweise letztes Mal habe ich ganz allgemein über Meditation gesprochen, was einen dazu bringen mag, zu meditieren. Im Wesentlichen ging es darum, dass allein mit äußeren Reizen kein Blumentopf zu gewinnen ist. Nein, <laughs> kein dauerhafter Friede oder echtes Glück zu gewinnen ist so wie das auch in den westlichen Philosophien teilweise und Psychologien ermittelt wird, bis hin zur Glücksforschung. Der sogenannte Hedonismus funktioniert einfach nicht, dass man versucht immer mehr äußere Dinge, immer bessere, immer größere. Dadurch wird man nicht unbedingt glücklicher, sondern on the long run kriegt man sogar mehr Probleme, als man vorher hatte. Und daraus mag dann die Überzeugung erwachsen dass man bei sich selber vielleicht auch mal nachschauen sollte, das machen die Psychologen ja auch so, und Einfluss auf seinen eigenen Geist nehmen, weil der vielleicht, wie der Buddha sagt, die eigentliche Quelle von Glück und Leid im Wesentlichen ist. <laughs> man könnte es auch moderner ausgedrückt sagen, die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter sind im Leben oft wichtiger, als was einem begegnet. Das haben schon viele <laughs> erkannt und das gilt natürlich auch für den buddha dharma und wenn das wirklich so sein sollte dass die art und weise wie wir das verarbeiten was wir im leben erfahren dass das das entscheidende ist dann sollten wir an der schraube mal ein bisschen drehen ne? nämlich mit uns selber arbeiten unseren eigenen geist zum positiven verändern das ist im prinzip auch die essenz des dharma das ist geistesschulung. Ne? insbesondere wenn man langfristig seinen Geist schult, nicht nur für ein paar Jahre und dieses Leben, sondern sogar darüber hinaus, dann handelt es sich um wirkliche Dharma Praxis oder religiöse Praxis. Aber man kann das natürlich auch schon verwenden für kurzfristigere Ziele. Es wird in jedem Fall sich positiv auswirken, wenn man seinen Geist schult und zum positiven entwickelt. Und das ist das Sanskrit Wort Bhavana für Meditation, das heißt so viel wie den Geist pflegen. Es hat auch was mit Gewöhnung zu tun und mit Vertrautmachen. Wir gewöhnen uns natürlich ständig, wenn wir irgendwas machen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Nur Meditation ist wahrscheinlich der bewusste Versuch, sich an das Positive, das Heilsame zu gewöhnen. Ja, und da unterscheidet man eben im Buddhismus oder Buddha-Dharma konzentrative Meditation und analytische Meditation. Vor allem, das bedeutet im Wesentlichen, man braucht einen stabilen, einen kraftvollen Geist. Aber alleine das ändert natürlich noch nicht alles, sondern dann muss man diesen stabilen, konzentrierten Geist auf das richten, was man erkannt hat, durchaus auch durch Studium und Analyse. Und dann kann man eine Einheit herbeiführen, dass man in einem sehr tief konzentrierten Geist die Ergebnisse seiner Analysen und Studien meditiert. Ne? Dabei kann es sogar dazu kommen, dass der begriffliche Art, wie man die Dinge erfasst, übergeht in einen überbegrifflichen oder transrationalen Zustand. Darum geht es letztlich, aber das ist nicht etwas, was von heute auf morgen eintritt. Aber auch Wissenschaftler sagen mittlerweile, dass, es, dass das Gehirn zum Beispiel, was nicht das gleiche wie der Geist ist, aber dass das Gehirn tatsächlich am effektivsten arbeitet wenn es nicht nur ruhig und konzentriert ist, sondern auch gleichzeitig mit Einsicht verbunden ist. Ne? Ja, zum Beispiel Mathieu Ricard, den berühmten französischen Mönch, den schickt man ja regelmäßig in diese Röhre, der MRT. Und wenn er Konzentration übt, dann erzielt er wirklich offenbar gewaltige Wirkungen, so dass die Wissenschaftler gelegentlich denken, ihre Geräte sind kaputt. Ich glaube, es geht da irgendwie um Gammawellen oder was auch immer, die offenbar irgendwie mit Wohlsein verbunden sind. Aber erstaunlicherweise, wenn er zum Beispiel über Mitgefühl meditiert, dann geht das noch ganz anders ab. Das heißt, das hat sogar noch stärkere Wirkungen. Das heißt, Mitgefühl ist aber verbunden mit gewissen Analysen, mit Einsicht. Da reicht es nicht einfach nur zur Ruhe zu kommen. Das ist übrigens ein Argument, das Kamala Shila vorbrachte, als er. Mit einem Chan-Buddhisten in Lhasa darüber meditierte, äh, diskutierte, wie man meditieren soll. Und da gab es die Vorstellung, man sollte einfach aufhören zu denken. Da hat Kamala Shida gesagt: Dann kannst du noch nicht mal Mitgefühl hervorbringen, wenn du aufhörst zu denken. Du musst erst über deine eigenen Schwierigkeiten und Leiden nachdenken und dann das auf andere übertragen, sonst wirst du kein Mitgefühl hervorbringen. Du kannst Jahrhunderte in stiller Meditation verbringen und trotzdem wirst du nicht automatisch mitfühlend. Ne? Dazu muss man bestimmte Dinge analysieren. Und das kann man zunächst nur gedanklich. Später gibt es dann vielleicht Erfahrungen, die über das Denken hinausgehen, aber sie gehen eben darüber hinaus und hören nicht davor auf, sozusagen. Ne? Das nennen Autoren wie Ken Wilber Prä trans verwechslung Das heißt, dass es gibt Zustände, die sind bevor man begrifflich unterwegs ist, prärational und andere Zustände sind jenseits, die sind über das Denken hinausgegangen. Beides wird gelegentlich verwechselt. Da denken manche, man hört einfach auf zu denken und dann wäre man irgendwie transrational. Nö, dann braucht man wirklich nur wie ein kleines Kind werden oder wie ein Tier, dann ist man auch prärational. Sondern der eigentliche Erwachte, der lernt erst richtig zu denken. Und dann geht er mit Hilfe von tiefer Konzentration über das Denken hinaus, sozusagen. Hm? Gut, auf jeden Fall, das ist schon wichtig, dass man auch Analysen durchführt, aber diese bringt man mit Konzentration zusammen. Wenn man nur analysiert, dann endet man als Akademiker, sozusagen. <laughs> das heißt, man weiß sehr viel, aber es ändert den Charakter nicht wirklich. Wenn man sich verändern möchte, dann muss man das in einem konzentrierten Geist analysieren. Ja, eine analytische Meditation funktioniert im Wesentlichen so, dass man über etwas, nachdem man den Geist zur Ruhe gebracht hat, über etwas eben analysiert. Man kommt zu einem gewissen Ergebnis und konzentriert sich abschließend auf das Ergebnis. Dabei sollte man sich wirklich in den Zustand versetzen den man eben anstrebt, diesen heilsamen Geisteszustand, wie zum Beispiel Mitgefühl. Und dann konzentriert man sich abschließend darauf. Und dann sackt das quasi vom Kopf ins Herz. Und dann ist es wirklich eine Meditation. Das bloße Philosophieren über Mitgefühl ist noch keine Meditation. Das wird vielleicht gelegentlich verwechselt, dass man denkt, ich mache analytische Meditation, nur weil man innerlich repetiert, was man gerade gelesen hat darüber. Das ist nicht genau das Gleiche. Ne? Sondern man muss schon zur Ruhe kommen, sich konzentrieren und dann auf das Ergebnis seiner Analysen sich ausrichten. Das ist dann auch mehr als ein Gedanke, das hat schon sehr viel mit dem Herzen zu tun. Ne? Ja, die Inder haben so einen Dreisatz: das heißt, hören, nachdenken, meditieren. So sollte man sich entwickeln. Das gilt nicht nur für den Buddhismus. Zuerst lernt man etwas, das nennt man Hören, so wie man früher zu Füßen eines Lehrers, einer Lehrerin saß und das einfach hörte. Das ist der Bereich des Studierens. Das Hören ist übrigens auch mehr als einfach nur seine Ohrwaschel aufstellen, sondern man hört mit seinem ganzen Wesen, möglichst auch ohne Vorurteile. Ohne die Fehler einer Vase, die entweder ja, einen Riss unten drin hat. Noch umgestülpt ist, noch Gift in sich hat. Das sind drei Fehler beim Lernen. Eine Vase, die umgekehrt rum ist, dass man zwar Unterricht kriegt, aber es einfach nicht hören will, weil man sowieso glaubt, dass man alles besser weiß. Eine Vase, die ein Loch drin hat, da kannst du oben jede Menge reintun und unten kommt immer wieder raus. Das sind Leute, die im Prinzip interessiert sind, aber sich nicht konzentrieren und nicht die Bemühung machen, das zu erinnern. Und das dritte ist, dass die Vase vergiftet ist, dass also schon eine Flüssigkeit drin ist, quasi, die giftig ist, und dadurch, wenn du was reintust, wird auch das vergiftet. Das bedeutet, wenn Leute Vorurteile haben, wenn sie, wenn sie mit falschen Vorstellungen da rangehen und von vornherein ja eben Vorurteile haben und dadurch alles, was sie hören, dann vergiften mit ihren Vorstellungen. Sie, sie kriegen den reinen Dama dann gar nicht richtig mit. Ja, so sollte man nicht sein, aber dann, dann kann man hören. Man nennt einige Schüler des Buddha nennt man auch Hörer, die Shravakas. Dann denkt man darüber nach und da sagte mein Lehrer immer, das ist schon viel mehr als Denken. Das findet zum großen Teil schon im Herzen statt. Vielleicht nennen wir es lieber kontemplieren. Über das, was man hört, das versucht man in sich reinzusenken. Mein Lehrer sagte immer nach der Debatte. Hat er sich noch mal auf sein Bett gesetzt und in Ruhe darüber kontempliert, was er heute verstanden hat. Und dann hätte er was verstanden auf einer anderen Ebene. Und die dritte Ebene ist meditieren. Streng genommen bedeutet meditieren, dass man bereits Shamatha hat, eine einspitzige Konzentration. Das ist natürlich ein sehr hohes Kriterium. Aber zumindest braucht man eine gewisse Konzentration. Dann kann man das, worüber man kontempliert hat, mit tiefer Konzentration verbinden. Im besten Fall nennt man das die Einheit von Shamatha und Vipassana. Und das ist ein unglaublich kraftvoller Geisteszustand, der einen sogar zu solchen Höhen emporwickeln entwickeln lassen kann, wie eben, wo man unmittelbare Erfahrungen zum Beispiel der letzten, letztlichen Wirklichkeit hat. Das nennt man ein Aya, ein höheres Wesen. Der hat eine unmittelbare Erfahrung der letztlichen Wahrheit. Die nicht nur begrifflich ist, sondern eben unmittelbar. Aber die ist entstanden aus einer begrifflichen Erkenntnis, die verbunden wurde mit tiefer Konzentration. Das nennt man eine, eine unmittelbare yogische Wahrnehmung, nennt man das. Damit wird man auch ein Zanga-Mitglied, ein absolut verlässliches Wesen. Man hat die Wahrheit gesehen, sozusagen. Aber selbst wenn man diese Erfahrung gemacht hat, muss man noch weiter meditieren, weil man hat immer noch die Anlagen aus der Zeit, wo man die Wahrheit noch nicht gesehen hat. Und dann erreicht man schließlich das Ziel seines jeweiligen Pfades, nämlich das persönliche Nirvana oder die Buddhaschaft, wenn man ein Bodhisattva ist. Gut, das nochmal allgemein dazu, welche Aspekte von Meditation es gibt. Letztes Mal haben wir abschließend dann Satipatthana geübt, was man im Allgemeinen Achtsamkeit nennt. Wir nennen es hier meistens Vergegenwärtigung. Das hat der Buddha den einzigen Weg genannt. Warum? Weil Satipatthana ist eigentlich eine Art Instrument, eine Art Tool sozusagen. Das ist noch gar keine bestimmte Meditation über ein bestimmtes Thema. Sondern es ist ein Instrument, so wie die Logik zum Beispiel ein Instrument der Philosophie ist. Die Logik hat aber keine Inhalte, die Logik ist einfach nur die Logik. Die Logik wird gefüttert mit Inhalten, aber dann ist sie ein gewisses Instrument, das dann funktioniert. Ne? So wie man eine KI mit Inhalten füttert und dann läuft das ab. Die KI selber hat keine Inhalte, es kommt darauf an, was man reingibt. Und Satipatthana ist die Fähigkeit, bei einer Sache zu bleiben, aufmerksam zu sein. Ne? Und deshalb nennt der Buddha das den einzigen Weg, weil wenn man nicht gelernt hat, bei der Sache zu bleiben, dann kann man gar nichts lernen. Jeder, der irgendwas gelernt hat im Leben, muss gelernt haben, bei der Sache zu bleiben. Und das gilt im Dharma natürlich auch. Und wenn man deshalb Shamatha oder Vipassana üben möchte, oder auch nur Ethik üben möchte, was dem noch vorangeht, dann braucht man die Fähigkeit, bei der Sache zu bleiben. Genauer gesagt brauchen wir zwei Faktoren, Selbstbeobachtung und Vergegenwärtigung. Wir beobachten ständig unseren Geist vor allem, aber auch unser Verhalten. Und wenn wir merken, es geht nicht in die gewünschte Richtung des Dharma, dann gehen wir wieder zurück zu dem Objekt, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen wollten. Das ist diese Fähigkeit. Man kann es auch Aufmerksamkeit nennen. Man hat eben die Fähigkeit, bei der Sache zu bleiben und dann eine Option zu wählen, die man für richtig hält. Das ist eine zugrunde liegende Fähigkeit, die man für jede Form der Meditation und spirituellen Entwicklung braucht. Ne? Und wofür wir das hauptsächlich anwenden sollten, ist, was der Dalai Lama manchmal sagt. Er sagt manchmal, insbesondere wenn er in den Westen kommt, er kommt gar nicht so sehr um Religion oder Buddhismus zu lehren, sondern um positive Emotionen hervorzubringen. Das ist aber im Wesentlichen im Einklang mit dem Buddha damals. Das ist also nichts, was sich widerspricht. Wenn wir uns die vier Wahrheiten des Buddha anschauen, in der er seine gesamte Lehre zusammengefasst hat, dann ist das die Wahrheit vom Leiden. Die Wahrheit vom Ursprung des Leidens, von der Beendigung des Leidens und vom Weg, der zur Beendigung des Leidens führt. Wem das zu kompliziert ist, es geht um Leid und seine Ursache und Glück und seine Ursache. Das ist alles, worum es im Buddhismus geht. Und was finden wir in der zweiten Wahrheit als Ursprung allen Leidens? Der Buddha redet natürlich nicht über oberflächliche Ursachen von Leiden, ne? wie schlechtes Wetter oder sowas. Oder oder dass man schlecht gegessen hat oder so. dafür brauchen wir keinen buddha. das können einem auch andere erklären. der buddha schildert die letztlichen ursachen von leiden und die sind im eigenen geist zu finden. das sind negative emotionen können wir im wesentlichen sagen. Hass, Gier und unwissenheit hat der buddha das genannt. natürlich gibt es auch noch viele andere sogenannte leidenschaften früher nannte man das in der westlichen philosophie affekte. das kommt auch bei aristoteles vor. Bestimmte Formen von Emotionen, die einen beherrschen, die aber negativer Art sind. Und wenn wir in der vierten Wahrheit schauen, was der Ursprung wahren Glücks ist und echten Friedens, dann sind das positive Emotionen im Wesentlichen. Ne? Wir können sagen, das Gegenteil von Hass, Gier und Unwissenheit. Anstatt Hass entwickelt man im Dharma, insbesondere mit analytischer Meditation, Mitgefühl und Geduld. Anstatt Begierde entwickelt man Genügsamkeit, Dankbarkeit und so weiter. Und anstatt Unwissenheit kann man sich noch darüber unterhalten, ob Unwissenheit eine Emotion ist. Wahrscheinlich nicht, aber sie legt den Emotionen zugrunde und hat damit zu tun. Anstatt dessen entwickelt man Weisheit. Ja, insofern scheint das Thema Emotion von allergrößter Bedeutung zu sein. Und damit wollen wir uns heute eben beschäftigen relativ kurz hoffe ich theoretisch und dann versuchen wir das praktisch noch mal und zwar was ist Emotion eigentlich wir benutzen das Wort sehr häufig aber ich glaube die wenigsten denken darüber nach was es ist oder <laughs> noch mehr wischiwaschi ist das Wort Gefühl <laughs> ich fühle das so sagen ganz viele ne? Und meistens meinen sie sogar, dass sie recht haben, weil sie das so fühlen. Das ist sehr lustig, dass man denkt, nur weil ich das fühle, ist das so. Insbesondere in einer sehr narzisstischen Gesellschaft glaubt heute jeder, er hätte recht, weil er das so fühlt. Harari sagt, The Consumer is always right. Wenn ich glaube, das ist irgendwie gut für mich und ich brauche das, dann habe ich auch recht dann richtet sich die Gesellschaft danach, weil ich will das konsumieren. Ne? Ob das wirklich gut für mich ist, ist eine ganz andere Geschichte. Also mit den Gefühlen ist vielleicht mehr Vorsicht gefragt, als wir normalerweise denken. Darüber wollen wir eben heute diskutieren. Gefühle und auch Emotionen fallen nicht einfach vom Himmel, sondern sie sind historisch entstanden. Die haben gewisse Quellen. Und ob diese Quellen immer absolut verlässlich sind, das ist eben die Frage. Ne? Es gibt Emotionen, die sehr positiv sind und die sehr hilfreich für uns sind. Und natürlich ist es schlecht, wenn wir gar nicht mehr emotional sind. Aber es gibt offenbar auch Emotionen, die uns völlig in die Irre leiten, denen wir aber oft bedingungslos folgen, wenn wir sie nicht näher untersuchen, weil wir einfach sagen, ich fühle das ja so, also muss das auch so sein. Ne? Übrigens fühlen andere Leute ganz anders und meinen auch, sie haben recht. <laughs> das ist ein bisschen merkwürdig. Das, viele verstehen die tatsache, dass alle phänomene relativ sind heute als relativismus. das bedeutet alles ist richtig. es gibt keine kriterien mehr für wahr und falsch, richtig und oder heilsam und unheilsam. das ist aus buddhistischer sicht nihilismus. es gibt dinge, die sind wahr und unwahr und heilsam und unheilsam. manche bringen glück hervor, manche leiden. Die stehen zwar immer in einem Kontext und sind relativ, aber sie sind nicht beliebig. Ne? Du kannst nicht sagen, dass eine konkrete Handlung in einem gewissen Zusammenhang die Leid hervorbringt, in Wirklichkeit Glück hervorbringt, nur weil du das so empfindest. Das ist nicht der Fall. Ne? Man kann Dinge nicht einfach beliebig benennen. Dass das so eine große Karriere heute macht, der Relativismus, geht nach Ken Wilber darauf zurück, dass wir eben sehr narzisstisch veranlagt sind. Das Vorteilhafte am Relativismus ist, dass jeder immer recht hat. Ne? Das sagen ja auch einige, das ist alles nur kulturelle Prägung. Ne? Ob man Schrumpfköpfe sammelt oder wie Mutter Teresa lebt, das ist eben Kultur. <laughs> das ist relativ. Das muss man alles respektieren. Alles ist gleich. Das ist der Lieblingssatz der Relativisten. Nein, es ist aus buddhistischer Sicht ein Riesenunterschied, ob man Leute umbringt oder ob man ihnen hilft und so weiter. Das mag zwar in gewissen relativen Kontexten stehen, ist aber nicht beliebig. Aber der Vorteil, wenn ich sage, alles ist beliebig, dann habe ich ja auch immer Recht. Ich brauche das gar nicht überprüfen. Ich muss nicht erst Wissenschaftler werden, um Recht zu haben, sondern ich habe Recht, weil ich das einfach so empfinde. <laughs> ja, oft hört man in Diskussionen, ich fühle das so, ich empfinde das so. Dann versucht man Argumente zu sagen, warum es vielleicht anders ist. Dann sagt Da ja, es interessiert mich nicht, ich fühle das so. Ja, dann ist vorbei mit der menschlichen Kommunikation in gewisser Weise. Ne? Ja, das ist gerade in einer Zeit, wo es vielleicht auch sehr rational zugeht und wir sehr viel denken, hat das Gefühl manchmal so eine positive Vorurteil, dass wir denken, alles, was wir fühlen, ist automatisch gut. Aber wollen wir mal untersuchen oder richtig, wollen wir mal untersuchen, was Emotion eigentlich ist, auch nach wissenschaftlicher Sicht. Ja, das Wort Emotion geht offenbar einerseits aufs Lateinische, Emovere, zurück, aber dann im Französischen, Emotion. Und da heißt, das heißt so viel wie bewegen und erregen. Das heißt, es sind gewisse Geisteszustände. Man nennt sie übrigens auch großes Gefühl. Jede kleine Gefühlsregung ist nicht gleich Emotion, sondern wenn ein Gefühl so stark ist, dass es einen sehr stark bewegt und erregt, was was von der Definition her immer auch in die Physis geht. Das heißt, eine Emotion muss körperlich nachweisbar sein. Emotionsforscher sagen, Emotionen haben immer eine physiologische Entsprechung. Das heißt, man kann sie zum Beispiel an der Mimik und am Körper, sicher auch an den Hormonen und an was da ausgeschüttet wird und so, alles feststellen. Man kann seine Emotionen gelegentlich verbergen. Aber in der Mikroanalyse kann man sie nicht verbergen. Habt ihr wahrscheinlich mal gehört, ne? ob jemand in Wirklichkeit traurig ist, obwohl er gerade lächelt, kann man, nach, kann man mit Kameras und so kann man das feststellen. Ich denke, die meisten von uns spüren es auch intuitiv, ob jemand wirklich fröhlich ist oder nicht. Ne? Aber natürlich versuchen wir oft, unsere Emotionen zu ver, äh, verbergen. Aber so richtig können wir das nicht, weil Emotionen gehen automatisch in die Physis. Es gibt halt wirkliche Lachfältchen, dass jemand wirklich amüsiert ist. Und es gibt eben ein Gegrinse, wo jemand nur was verkaufen will und so tut, als wenn er gerade fröhlich ist. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn jemand wirklich eine starke positive oder negative Emotion hat, dann kann man das physiologisch feststellen. Und eben, ja. Emotionen haben, das wird auch viele überraschen, sehr viel mit Gedanken zu tun. Das heißt, Emotionen entstehen aus gewissen Urteilen. Ne? Das heißt, man hat irgendwie über Dinge geurteilt, dass sie einem zum Beispiel sehr wichtig sind. Und dann wird alles, was in dem Zusammenhang mit dieser Sache passiert, ein sehr bewegen, also eine starke Emotion hervorrufen. Ne? Schon die Stoiker haben gesagt, Emotionen sind eigentlich Urteile, das wird manche überraschen. Ne? Diese Urteile müssen aber nicht immer ganz bewusst gefällt sein, sie können auch aus der Evolution kommen. Das heißt, dann haben unsere Vorfahren vor ein paar hunderttausend Jahren geurteilt, dass irgendwas sehr wichtig ist. Ne? Zum Beispiel, dass irgendeine Nahrungsquelle, die man bekommt, dass das sehr wichtig ist, dass man daran Anhaftung entwickelt und das gerne hat. Und der berühmte Säbelzahntiger, dass man sich dann sehr aufregen muss und schnell weglaufen muss und so weiter. Darüber haben unsere Vorfahren quasi geurteilt. Und das ist dann quasi uns in den Knochen. Das ist tatsächlich dem Homo sapiens von der Evolution eingegeben, dass er auf gewisse Reize mit Anhaftung und Abneigung reagiert. Was damals im Urwald sicherlich angebracht war. Wie ich schon öfter gesagt habe, da gab es relativ selten was zu essen. Wenn man da nicht gierig war, dann ging es einem schlecht. Und wenn man auf den Säbelzahntiger nicht gelegentlich ärgerlich wurde oder aggressiv, dann wird man seine Gene nicht weitergetragen können. <laughs> Darüber hinaus haben wir aber auch Urteile natürlich in diesem Leben. Das heißt, was uns von den Eltern oder von der Kultur übertragen worden ist, wie wir die Dinge sehen, macht bei uns eben starken Eindruck. Und wenn in dem Zusammenhang, was wir wichtig finden, irgendwas passiert, erregt das starke Emotionen. Ne? Und darüber hinaus sind es dann die eigenen persönlichen Einschätzungen der Lage. So ein Konglomerat von vielen, vielen Ursachen führt dazu, dass wir aufgrund einer oft unbewussten Menge an Urteilen über bestimmte Phänomene sofort starke Emotionen entwickeln, wenn wir damit zu tun haben. Ne? Ja, aber die Sache selber muss nicht automatisch die entsprechenden Emotionen ausführen. Das sind ausüben, das sind eben Urteile. Zum Beispiel, wo sicherlich Psychotherapeuten mit mir übereinstimmen, ist, dass manche Leute völlig überreagieren auf Dinge, die andere Leute völlig kalt lassen, ne? Weil das eben in ihrem Leben sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn jemand in der Kindheit nicht so viel Wertschätzung vielleicht von seinen Eltern gekriegt hat, dann ist er überempfindlich, wenn er kritisiert wird, oder? Kleinste Kritik und er geht in die Luft. Ne? Ein anderer Mensch, der vielleicht eher sehr viel Unterstützung gekriegt hat, der findet es interessant, wenn ihn jemand mal kritisiert. Damit kann er gut umgehen. Der hat sicherlich irgendwo eine andere Schwäche. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Ne? Aber es interessiert ihn nicht so, wenn irgendjemand ihn kritisiert. Das ist für ihn kein Thema. Ne? Wir kennen in der Öffentlichkeit Leute, die lassen sich gut kritisieren und andere nicht so. Ne? Ja, oder andere. Sind halt sehr beleidigt, wenn ihnen jemand sagt, dass sie körperlich nicht so attraktiv sind. Andere lässt das völlig kalt. Das kommt darauf an, was einen halt betrifft. Deshalb reagieren manche Leute auf eine beiläufige Bemerkung plötzlich so über, dass man immer gar nicht weiß, was los ist. Aber wir können davon ausgehen, dass das eine Vorgeschichte hat. Ne? Diese Person findet diese und jene Aspekt sehr wichtig. Und deshalb erregt sie das im Positiven und Negativen sehr stark. Da sind starke Emotionen im Spiel. Der andere Person ist es aber gleichgültig. Dass das der Fall ist, habe ich hier schon öfter zum Beispiel anhand des Beispiels des Fußballs auch versucht zu erläutern. Wenn Männer starke Emotionen zeigen, dann ist es beim Fußball, oder? Man staune, sie haben Emotionen. <laughs> Ganz allgemein haben Männer sowieso Emotionen, aber sie werden meistens darauf konditioniert, sie nicht so stark zu zeigen. Ne? Haben, tun sie sie natürlich, aber sie sind mehr darauf konditioniert, sie weniger zu zeigen, während bei Frauen das mehr akzeptiert wird, dass sie das zeigen. Aber auf jeden Fall bei Männern kann man feststellen, dass sie sich irgendwann entscheiden, einen bestimmten Fußballverein wichtig zu finden. Und in dem Moment, wo eben so ein rundes Leder in so ein Viereck reingeht, dann zeigen sie starke Erregung. <laughs> Nachweislich körperliche starke Erregung. <laughs> Wie kommt das? Weil sie sich irgendwann entschieden haben, dass dieser Verein, der übrigens mehr oder weniger nur Name ist, weil die Spieler werden dauernd ausgetauscht, auf dem Direktorium auch, aber da gibt es halt so ein Label, ne? da heißt FC St. Pauli oder HSV. Und man hat sich irgendwann mal entschieden, ich bin Fan. <laughs> Und in der Kindheit das vielleicht immer weiter aufgebaut oder später. Und alles, was mit diesem Verein zusammenhängt, erregt in einem große Emotionen. Ne? Eine andere Person, die sich für einen anderen Verein entschieden hat oder gar kein Interesse hat am Fußball, der verbindet überhaupt keine Emotionen damit, ob dieser Ball da reingeht oder nicht. Ne? Das zeigt, dass eine Emotion nicht irgendwie automatisch einem ins in, in die Wiege gelegt ist, sondern man hat sich auch entschieden, was man wichtig findet. Hm? Noch witziger ist übrigens, dass man den Fußballverein wechseln kann und plötzlich hat man andere Emotionen und das andere ist einem egal. Gut, das sind nur einige Beispiele dafür, dass tatsächlich Emotionen nicht so sind, dass eine Sache von Natur aus irgendwie wertvoll oder nicht wertvoll ist sondern wir haben uns entschieden, eine bestimmte Sache für uns für sehr bedeutsam zu halten oder nicht bedeutsam. Und daraufhin entwickeln wir in, in bestimmten Situationen sehr, sehr starke Emotionen und anderes lässt uns völlig kalt, während andere Menschen ganz anders reagieren. Ne? Das bedeutet, dass tatsächlich Emotionen sehr viel mehr mit unseren Urteilen zu tun haben, als wir denken. Dazu kommt bei Emotionen dass es so ist, dass, dass unser Körper eigentlich nicht unterscheiden kann, ob wir etwas wirklich erleben oder es nur denken. Das heißt, Emotionen lassen sich erregen alleine darüber, dass du daran denkst. Und physiologisch und auch im Gehirn lässt sich dann nicht unterscheiden, ob du wirklich gerade was Schlimmes erlebst oder was Tolles oder ob du das nur denkst. Ne? Das ist heute das Problem, wo Leute einem Dauerstress zum Beispiel ausgesetzt sind. Ne? Früher entstand Stress, wenn tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation da war und aus guten Gründen hat man diese Situation für sehr wichtig gehalten und der ganze Körper wurde aktiviert, damit man weglaufen kann zum Beispiel oder angreifen und dann war man in einem besonders emotionalen Zustand. Ne? Wenn aber die Quelle der Gefahr, wie zum Beispiel der Säbelzahntiger, wieder weg war, dann hat sich der Stresspegel gesenkt und alles war wieder gut. Ne? Alles prima. Stress ist ja nützlich. Ne? Aber was passiert heute? Heute, wo es wenig Säbelzahntiger gibt, da sind die Säbelzahntiger halt andere Quellen des Stresses. Ne? Irgendwelche Mitarbeiter oder Partner oder nur vorgestellte Gefahren. Ne? Man denkt sich einfach, dass man ständig irgendwie bedroht ist. Ne? Wir hören ja auch über die Medien so viel potenzielle Gefahren, die ja da breit gestreut werden, dass wir uns daran gewöhnen, uns die ganze Zeit bedroht zu fühlen. Ne? Wir liegen ganz ruhig abends im Bett oder der Bettdecke und unser Geist kreist die ganze Zeit, als wären wir gerade vor einem Säbelzahntiger am Weglaufen. Ne? Ja, Leute haben richtig Ängste, Herzklopfen, alles deutet auf massiven Stress der in der Evolution, wie gesagt, was mit echten Gefahren zu tun hatte. Aber die gibt es heute selten. Aber unsere Gedanken machen uns massiven Stress. Ne? Und wir entwickeln starke Emotionen, die uns in diesem Fall sehr krank machen, weil der Stress ist nicht dafür gedacht, dass man ihn ständig hat, sondern nur für besondere Situationen, wo man das braucht. Ne? Ja, und alle Ärzte sind sich einig, dass Stress der große Killer unserer Zeit ist. Ne? Und damit ist eben auch unser Geist wiederum involviert in unsere Gesundheit. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Geist anders zu leiten, sodass wir nicht dauernd innerlich Stress haben, dann sind wir gesundheitlich sehr gefährdet. Und das sind ja auch viele Menschen. Dass man psychische Krankheiten kriegt, wenn man immer im geistigen Stress ist und damit auch körperlichen, ist sowieso klar. Also wie gesagt, Emotionen drücken sich auch immer in der Mimik aus. Ne? Paul Ekman, der die Emotionen untersucht hat, hat nachgewiesen, er spricht von sieben Emotionen, die kann man am Gesicht erkennen und die werden von der gesamten Menschheit geteilt. Das ist auch interessant. Das heißt, du kannst im letzten Busch da den Leuten diese Gesichter zeigen und sie sagen genau, welche Emotionen das ist in ihrer Sprache. Und noch erstaunlicher, die. die die, das Urteil über diese Emotionen ist auch immer gleich. Das heißt, überall auf der Welt werden bestimmte Formen von Emotionen geschätzt und andere negativ gesehen. Das erfreut übrigens den Dalai Lama sehr, dass, man, dass man da wirklich kein Rassismus möglich ist oder irgendwie so ein Relativismus, sondern überall auf der Welt sind die Menschen gleich. Sie empfinden die gleichen Emotionen als positiv und die gleichen als negativ. Wenn zum Beispiel jemand ärgerlich ist, gibt es keine Kultur auf der Welt, die das positiv beurteilt. <laughs> Dass natürlich Leute gelegentlich sagen, in, wir müssen jetzt einen Krieg führen und ihr müsst alle schön ärgerlich auf dem Feind sein, das ist klar. Aber witzigerweise, wir hören es sogar in diesen Tagen, wird immer gesagt, wir sind eigentlich friedliebend. <laughs> ihr müsst ja nur langsam mal zu Kreuze kriechen, aber wir sind friedliebend. Die sind ja nur angegriffen worden, sagen sowieso alle, wir sind gefährdet. Ne? Keiner würde öffentlich sagen, noch nicht mal die Diktatoren, wir sind ärgerliche Leute. <laughs> das gibt es einfach nicht, weil überall auf der Welt wissen Menschen im Grunde, was positive Emotionen sind und was negative Emotionen. Das ist wirklich sehr hoffnungsvoll, dass die Menschheit. Wir sind wirklich eine Menschheit. Wir sind Brüder und Schwestern, wie der Dalai Lama immer sagt. Wir gehören zu einer Familie. Es gab ja andere Homo-Sapiens-Typen oder nee, Homo-Typen, die aber eben tatsächlich ausgestorben sind. Alle. Es gibt nur noch eine Form von Homo-Sapiens oder Menschen, und die sind in ihrer emotionalen Ausstattung vollkommen identisch bis heute. Ganz egal, was es für, Evolution, äh, äh, für Kulturen und so weiter gibt. Ja, das ist sehr wichtig, damit wir wirklich so einen Gedanken einer Menschheitsfamilie entwickeln können oder dass wir gemeinsame Werte entwickeln können. Das baut der Dalai Lama auch sehr stark auf der Emotionsforschung auf. Er meint, die Menschheit könnte sich einigen auf die Entwicklung bestimmter positiver Emotionen und die Verringerung negativer Emotionen als gemeinsame Wertebildung. Dazu braucht man noch nicht, religiö braucht man nicht religiös werden oder so etwas, sondern das kann, das kann wahrscheinlich sogar wissenschaftlich untersucht werden und man kann sich darauf einigen. Im besten Fall könnte man überall auf der Welt in der Pädagogik versuchen, dass die Kinder von klein auf lernen, wie man positive Emotionen schult und negative überwindet. Ne? Das wäre wirklich mal ein sinnvolles Projekt. Und ihr wisst ja, dass ich das sehr unterstütze, dass es an Schulen und so weiter flächendeckend gemacht wird. Emotionsregulierung nennt man das oder Impulskontrolle. Ne? Das heißt, wir kommen alle mit bestimmten Emotionen zur Welt und wir entwickeln dann in der Kindheit und durch die Kultur auch eine bestimmte Färbung von Emotionen. Aber wir sollten irgendwann erkennen, dass diese Emotionen, die durchaus ihren Grund haben. Emotionen führen übrigens auch dazu, dass man sehr schnell handeln kann. Ne? Man braucht nicht mehr denken. Emotionen geben uns die Möglichkeit, in kürzester Zeit zu handeln, ohne darüber nachdenken zu müssen. Ne? Das ist, wie gesagt, bei der Existenz eines Säbelzahntigers auch sehr hilfreich. Wenn man in aller Ruhe überlegt, was einem jetzt passieren könnte, wenn man schon lange ein guter Happen. Ne? Die Emotionen haben es uns möglich zu überleben in einer Umwelt, die eben ja, ziemlich heftig war und wo wir in kürzester Zeit unreflektiert reagieren mussten. Dafür haben wir Programme an der Hand, damit wir unser Leben retten. Ne? Und das sind im Wesentlichen die Emotionen. Im Harari der Historiker nennt Emotionen Algorithmen der Steinzeit sind tatsächlich Algorithmen, so wie wir es heute vom Computer kennen. Also bei mir, wenn ich YouTube mache, treten bestimmte Videos als Vorschlag auf. Ne? Warum? Weil ich in der Vergangenheit immer bestimmte Sachen gesehen habe. Ne? Da gibt es einfach einen Algorithmus, der weiß, wie der Oliver tickt oder sowas. Ne? Und der geht davon aus, dass ich mir wieder solche Sachen reinziehe. Das ist der Algorithmus. Ne? Wenn ich jetzt aber auf die Idee komme, mein Leben zu ändern und ganz andere Sachen zu sehen, endlich mal vernünftige Videos zu gucken, mich in eine positive Richtung zu entwickeln, dann würde der Algorithmus mir nicht sehr helfen, oder? Weil der dachte bisher eigentlich immer, dass ich, dass ich mir diese anderen Videos angucke, die vielleicht eher schädlich für mich waren. Ne? Ja, und so sollten wir auch unsere Emotionen betrachten. Einerseits dankbar dafür, dass die Evolution uns ausgestattet hat mit gewissen Reaktionsmustern, mit denen wir sehr schnell und effektiv handeln können. Aber diese Reaktionsmuster sind nicht sehr differenziert und sie sind oft nicht angepasst an unsere gegenwärtige Situation. Wir leben eben nicht mehr im Urwald, sondern wir leben unter den hochkomplexen Bedingungen einer modernen Gesellschaft, in einer globalen Situation. Wir haben sogar Atomwaffen und so weiter. Da kann man nicht mehr mit den Emotionen der Steinzeit arbeiten. Das ist zu gefährlich. Hm? Und in unserem persönlichen Leben sollten wir auch merken, dass wir manche Dinge viel zu übertrieben sehen. Das nennt man im Buddhismus dann übrigens Leidenschaften. Hm? Die sind in der zweiten Wahrheit zu finden. Das heißt, Leidenschaften sind Emotionen, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind, die, die übertrieben sind. Zum Beispiel, dass dass ein jemand lobt oder freundlich zu einem ist und man kriegt sofort starke Anhaftung oder so. Oder jemand tadelt ein bisschen und man wird sofort ärgerlich. <laughs> ja, wie gesagt, da überträgt man Dinge aus der Steinzeit auf die moderne Situation und das schafft dann viele, viele Probleme. Es sind völlig übertriebene Emotionen, die eben projizieren. In dem Objekt sind weder so gute noch so schlechte Eigenschaften wie wir in sie reintragen. aber unsere emotionale situation übertreibt fürchterlich. aber weil es nicht im einklang mit der wirklichkeit ist, wird sich das früher oder weniger später rächen. wenn man die dinge anders sieht als sie sind, dann wird man vom leben korrigiert. und das ist meistens durch leiden. wenn man sich von etwas etwas erhofft, was das gar nicht bringen kann oder nicht in dem maße, dann wird man halt sehr enttäuscht sein später. man wird ja, oder man denkt, etwas würde einen besonders glücklich machen können. Und wenn man es nicht kriegt, und das ist ja meistens der Fall, ist man auch sehr enttäuscht. <laughs> wenn man wüsste, dass es sowieso nicht so viel bringt, wäre man nicht so enttäuscht. Aber, aber man hat starke Anhaftung daran, weil die Emotionen einen sagen, das wäre unglaublich wertvoll für einen. In Wirklichkeit ist das gar nicht so wertvoll, wie man denkt. Oder, wie gesagt, auf der anderen Seite ist etwas, was nicht so angenehm ist. Und man übertreibt gleich, als wäre das ein Feind, der einst das Leben zerstören könnte, eben Säbelzahntiger oder so etwas. Daraus entstehen gewaltige Formen von Ärger und Wut im Alltag. Manche sind übrigens überrascht, dass das gerade bei ihren Nächsten am meisten der Fall ist. Zum Beispiel in der Familie. Manche denken immer, warum bin ich gerade immer so ärgerlich auf meine Liebsten? Ja, klar, da geht's aber um was. Ob Leute, die einem nicht nahestehen, einen kritisieren, ist wirklich völlig Schnurz. Aber wenn derjenige oder diejenige, auf die ich mich am meisten im Leben stütze, äh, eben tatsächlich mich kritisiert, dann ist das ein Riesentheater. Ne? Und dann kommt eben vielleicht Gefühle der Enttäuschung aus der Kindheit hoch, wo man auch von denen, die einem am wichtigsten waren, wie die Eltern, nicht ganz das, den Lob und Wertschätzung gekriegt hat, die man vielleicht brauchte. Ne? dann überträgt man das auf den Partner und hat einen riesen Schlamassel, oder? Gegenüber Fremden ist das nicht so schwierig. Geshe Pema Samten sagt auch manchmal, ja, wenn die Leute sagen, wir lieben die Tibeter so, das ist nicht sehr überzeugend. Die sind weit weg. Ob man die liebt, die, die Nachbarn sind oder einer eigenen Familie, das ist erstmal wichtig. Ne? Es ist schön, wenn ihr irgendwann sagen könnt, ihr liebt die ganze Menschheit. Aber das wird sich erstmal beweisen bei euren Nächsten. <laughs> und Liebe ist da eben auch nicht einfach nur eben etwas, wo man einfach etwas gerne mag und es angenehm ist, sondern Liebe beweist sich darin, dass wir in einer komplizierten Situation, die auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden sind, anhaltend den Wunsch haben, dass es jemandem gut geht. Das ist, das ist etwas ganz anderes als eine einfache Emotion. Das wird einige überraschen. Liebe ist keine Emotion nach Ekman. Hm? Und auch Alan Wallace hat das unterstützt. Liebe ist ein Geistesfaktor des Strebens im Buddhismus. Das Streben nach dem Wohl eines Wesens, inklusive einem selber. Emotion ist kein Streben nach etwas. Emotion ist, wie gesagt, ein Geisteszustand, wo man spontan sehr starke körperliche, physiologische Wirkungen zeigt. Die und Paul Ekman, der berühmte Anthropologe und Psychologe, der eine Art Atlas der Emotionen entwickelt hat, in Zusammenarbeit mit dem Dalai Lama, bei den berühmten Mind-Life-Konferenzen, hat der Dalai Lama ihn aufgefordert, doch so eine Liste von Emotionen aufzustellen, wie sie auch im Buddhismus gibt. Im Buddhismus spricht man von heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen. Ne? insbesondere auch von den Leidenschaften. Das sind dann die unheilsamen Geisteszustände, die eben der Ursprung des Leidens sind. Und Paul Ekman hat sieben kulturübergreifende Basisemotionen identifiziert, die wie gesagt überall auf der Welt recht ähnlich eingeschätzt werden und die jeder erkennt. Das ist Freude, Überraschung, Angst, Wut, Ekel, Trauer und Verachtung. Liebe findet man darunter nicht, außer dass sie oft in Ekel übergeht. <laughs> nee, die Anhaftung vielleicht. Also. Nee, aber das ist vielleicht überraschend. Was viele eben unter Emotion verstehen, ist nicht unbedingt das, was Wissenschaftler darunter wirklich verstehen. Wir müssen eben erkennen, dass unsere Emotionen, wie gesagt, ihren Grund haben in der Vergangenheit, aber müssen sie dann untersuchen, ob sie in unserer gegenwärtigen Situation so unreflektiert wie sie sind, noch gut für uns sind. Ne? Und wenn wir feststellen, dass sie uns in die Irre führen, dass wir übertreiben und projizieren, dann müssen wir unsere geistige Lage verändern. Und da sind wir wieder bei Meditation. Ne? Meditation bedeutet, dass man mit seinen Emotionen arbeitet, vor allem, dass man sie neu konditioniert, wenn man so will. Das heißt, wenn man merkt, dass ich starke negative Emotionen wie zum Beispiel Wut und Ekel und, und so weiter habe, dann muss ich in Ruhe analysieren, ob das Objekt meiner Wut wirklich so schlimm ist, wie ich mir das vorstelle in jeder Hinsicht und so weiter. Und dann werde ich wahrscheinlich feststellen, dass es völlig übertrieben ist. Und dann kann ich auch darüber nachdenken, welche Nachteile die Wut zu mir hat, für mich hat. Ich habe hier das sechste Kapitel von Shantideva beschrieben. Das geht über Geduld, über 150 Verse. Und im Wesentlichen ist die Technik, dass man die Vorteile der Geduld und die Nachteile der Wut betrachtet. Daraufhin wird man extrem motiviert sein, die Wut zu verringern und die Geduld zu verstärken. Und dann versucht man, sich entsprechende Situationen vorzustellen und konditioniert sich darauf, wie man sich in Zukunft verhalten möchte, geistig und körperlich, wenn man auf das Objekt zum Beispiel seiner Wut wieder trifft. Und wenn man das regelmäßig macht, dann wird der nächste Wutausbruch schon ein bisschen schwächer ausfallen, wollen wir es mal so sagen. Man kriegt es selbstverständlich nicht sofort weg. Man meditiert übrigens nicht über Geduld, wenn man gerade wütend ist. Das ist zu spät. Wenn eine Leidenschaft einen im Griff hat, dann ist gerade das Kriterium für eine Leidenschaft, dass man keine Freiheit mehr hat. Ne? Leidenschaften werden definiert, dass man die Dinge falsch einschätzt, also projiziert und der Geist unruhig und undiszipliniert wird. Das ist zu spät. Aber Shantideva sagt: Bevor man wütend wird, ist immer ein Moment der Unzufriedenheit, der Frustration da. Und den, den sollte man feststellen. Ne? Da hat man noch eine Chance. Die Frustration hat übrigens oft mit Anhaftung der anderen großen Leidenschaft zu tun. Warum bist du frustriert? Weil du irgendwas nicht kriegst, was du gerne willst. Jemand anders hat dir das weggeschnappt, was du unbedingt haben möchtest. Das nennt man Begierde. Ne? Begierde ist eine Übertreibung von, von Dingen, die man da nicht einfach nur ein Bedürfnis drauf hat, sondern die man unbedingt haben möchte, um jeden Preis und die man völlig überschätzt. Und wenn man das nicht bekommt, was man will, dann wird man ärgerlich, oder? Kann man überall sehen. Deshalb sind Leute in einer Umgebung, wo es sehr stark darum geht, ständig zu konsumieren und etwas zu wünschen, im Allgemeinen auch sehr leicht ärgerlich. <laughs> man merkt das übrigens auch bei Kindern. <laughs> wenn man versucht, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen, dann werden sie immer ärgerlicher auf die Dauer. Das geht eins ins andere über. Gut, und das Gegenmittel dagegen ist eben, dass man in der analytischen Meditation die Dinge richtig einschätzen lernt. Deshalb spreche ich eben heute drüber, dass analytische Meditation bedeutet, dass man mit seinen Emotionen, mit denen man eben quasi die angeboren sind oder erlernt, dass man diese einer kritischen Prüfung unterzieht. Und wenn man merkt, dass einige einen wirklich betrügen, dass sie einem eigentlich mehr Probleme bereiten als Vorteile, dass man dann versucht, das zu verändern. Das nennt man die Anwendung von Gegenmitteln. Meditation besteht hauptsächlich analytisch darin, dass man Geisteszustände erzeugt, die im Gegensatz stehen zu negativen Geisteszuständen, wie ich vorhin schon sagte. Je mehr du, wie gesagt, Geduld und Mitgefühl übst, umso schwächer wird die Wut und entsprechend Genügsamkeit, Dankbarkeit gegen die, gegen die Begierde und so weiter. Gegen jede Leidenschaft ist in der Dama-Apotheke ein Gegenmittel gewachsen, sozusagen. Der Buddha spricht übrigens davon, dass unseren Geist 84.000 Leidenschaften beherrschen. Sie gehen aber alle zurück auf Hass, Gier und Unwissenheit. Darauf kann man sich einigen. Das sind die Grundleidenschaften. Und als Leidenschaften sind sie... Emotion, in dem Fall negative Emotionen. Ne? Und diese negativen Emotionen kann man durch eine systematische Schulung überwinden. Wie gesagt, dafür gibt es auch viele moderne Worte. Das nennt man Impulskontrolle, Emotionsregulierung, Selbststeuerung, nennt das Joachim Bauer in seinem Buch Selbststeuerung. Manche nennen es auch Selbstformung, da gibt es viele Wörter für. Wichtig ist vom Dharma her, dass wir verstehen, dass unser Geist nicht festgelegt ist. Darüber haben wir schon oft gesprochen hier, dass wir unseren Geist verändern können. Hm? Insbesondere der menschliche Geist ändert sich ständig. Der Geist eines Tieres auch, aber das Tier kann nicht bewusst entscheiden, welche Eindrücke es auf sich wirken lässt und wie es denkt oder so etwas. Das kann es nicht. Der Mensch ist aber ein einzigartiges Wesen. Er kann sich selber erkennen und sich selber formen. Ne? Er kann sich selber bei der Arbeit beobachten. Er kann seine eigenen Gedanken lesen. Das sollte einem übrigens schon misstrauisch machen, dass unsere Gedanken unser Ich sind, wie viele denken. Wenn wir unsere Gedanken beobachten können, dann können wir nicht das, das, das Denken sein, oder? Das war für Eckart Tolle offenbar das herausragende Erweckungserlebnis, als er festgestellt hat, ich kann meine Gedanken beobachten, dann bin ich ja nicht meine Gedanken. Ich bin zwar voller Angst und Wut und Trauer, aber indem ich das beobachte, bin ich ja irgendwie auch was anderes. Und wenn ich mich mehr identifiziere mit dem, der diese ganzen Emotionen beobachtet, dann bin ich in gewisser Weise ziemlich frei von diesen Emotionen. Die laufen vielleicht noch ab, aber sie beherrschen mich nicht mehr. Das nennt man im Buddhismus Meditation ohne Gegenmittel. Das heißt, man beobachtet seinen Geist, insbesondere seine Gedanken, die ja heutzutage sehr, sehr stark sind. Totale Überkonzeptualisierung. Aber man identifiziert sich nicht mit jedem Gedanken, man beobachtet ihn. Das haben wir letzten Freitag ja auch meditiert. Also. Der beobachtende Geist ist wie der weite Himmel. Die verschiedenen Gedanken sind wie Wolken, die durch den Himmel ziehen. Vielleicht erinnert das noch jemand letzte Woche. Oder auch, man steht auf einem Berg in der Sonne und unten sind im Tal die Wolken, aber man selber bleibt als Beobachter oben auf dem Berg. Oder? Das kann man tatsächlich lernen, dass man seinen eigenen Geist beobachtet, seine Gedanken und seine Emotionen kommen und gehen sieht aber sich selber entscheiden kann, ob man sich damit identifiziert oder nicht. Das. Wer nicht meditiert, ist automatisch identifiziert mit dem, was in ihm aufkommt. Ne? Aber wenn man sich eben nicht hundertprozentig auf seine Emotionen verlassen kann, dann müssen wir uns erstmal desidentifizieren. Wir müssen das beobachten. Viele Emotionen sind natürlich sehr hilfreich. Und wenn wir sie brauchen, sollten wir sie auch einsetzen können. Wie gesagt, selbst Angst ist nicht grundsätzlich nur negativ, sondern wenn es gerade brennt, dann solltest du auch Angst kriegen und weglaufen oder so. Ne? Es gibt ja Leute, die haben keine Angst, die sind irgendwie ein bisschen krank, weil in gewissen Situationen sollte man Angst kriegen. Wenn du am Abgrund stehst und hast überhaupt keine Angst, ist sehr gefährlich. Das kann schlecht ausgehen. Ne? <laughs> Jugendliche haben manchmal ein bisschen zu wenig Angst, die sollten lieber ein bisschen Angst haben. Allerdings begründete Angst. Was heute eine große Rolle spielt, ist neurotische Angst, dass du ständig in Angst bist, obwohl du gar keiner Gefahr ausgesetzt bist. Ne? Das geht dann nur von deinem Kopf aus. Ne? Du projizierst vom Kopf her die ganze Zeit, als wenn du bedroht bist, obwohl du gar nicht bedroht bist. Ja, also Meditation würde bedeuten, sich neu zu konditionieren. Und das können wir als Menschen erstaunlicherweise. Wir sind das einzige Wesen, das wir kennen, das sich seiner selbst bewusst werden kann sich beobachten kann und aktiv auf sich selber einwirkt. Das kann man auch eben ja Selbstformung nennen. Ich glaube, der Künstler Beuys hat ja mal gesagt, alles ist Kunst. Das stimmt. Wir machen uns selber zum Kunstwerk. <laughs> Manche sagen auch die Kunst des Lebens, oder habt ihr mal gehört? Das ist auch etwas, was das Wichtigste ist, was Schüler an der Schule lernen sollten: die Lebenskunst. Ne? Nicht nur die Kunst des Sterbens, die gibt es auch, Ars Moriendi, sondern auch die Ars Vivendi. Wie soll man eigentlich leben? Wie soll man glücklich leben? Dazu gehört im Wesentlichen, dass man mit seinen Emotionen umgehen kann, dass man mit sich selber umgehen kann, dadurch natürlich auch mit anderen besser umgehen kann. Das ist das Wichtigste im Leben. Alles andere kommt. Ne? Selbstverständlich kann man auch Fakten an der Schule lernen, wenn man gute Emotionskontrolle hat, sozusagen. Aber nur Fakten lernen, ohne sich selber gefühlsmäßig zu beherrschen, das wird nicht zum Erfolg führen. Es wird kein glückliches Leben werden. Ne? Da ist unser Schulsystem wirklich auf dem falschen Dampfer. Ja, ich, um noch mal einige Begriffe zu nennen: Also Gefühl ist ein ziemlich wischi äh, Ausdruck, aber er bedeutet wahrscheinlich eine nicht so starke Emotion. Aber wenn Gefühle sehr, sehr stark werden, nennt man das Emotion. Im Buddhismus firmiert das wahrscheinlich im vierten Aggregat, den gestaltenden Faktoren. Auch da ist ja das Wort gestaltend. Die Emotionen gestalten unser Leben. Ne? Die Emotionen führen dazu, dass wir einige Dinge in dem Licht sehen und andere in dem Licht und dadurch sehr bewegt sind, motiviert sind. Ne? Im, Im positiven wie im negativen. Also im vierten Aggregat sind offenbar die Emotionen. Dann geht es weiter, wenn eine Emotion längere Zeit anhält, dann wird es eine Stimmung. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel die Emotion der Trauer oder so haben, die natürlich gelegentlich auftritt, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist, der einem nahesteht, wenn wir diese Trauer nicht wieder ablegen können, dann wird es wohl zur Depression, ne? zu einer Dauerstimmung. Ne? Man ist in einer Stimmung der Depression. Und wenn das noch weiter anhält, wird es zum Temperament nennt man das oder man kann auch sagen Charakter. Das heißt, jemand hat sich so daran gewöhnt, in einer bestimmten Emotion zu sein, dass es quasi Teil seiner Person ist oder des Charakters. Da muss man allerdings vorsichtig sein. Selbst das ist noch veränderbar. Wenn man denkt, das ist mein Charakter, ich bin halt depressiv, da kann man eh nichts machen. Ja, das ist nicht der Fall. Man kann immer noch was ändern. Aber es bedeutet, wenn man Charakter ist, dass die Sache chronisch geworden ist, dass man sich unheimlich dran gewöhnt hat. Ne? Wenn irgendwas körperlich chronisch geworden ist, dann kann man es wohl nicht mehr beseitigen. Aber geistig kann man alles noch beseitigen. Der Begründer der Gestalttherapie hat zum Beispiel auf den Ausdruck Charakter verzichtet, weil er darunter verstand, was man im Buddhismus vielleicht Ego nennt. Das heißt, als hätte man so ein festes, beständiges Ich. Ne? Und wenn man dann denkt, ich bin ein depressiver Charakter, dann hat man wahrscheinlich den Eindruck, sieh mal an, ich bin einfach so, das kann man nicht ändern. Das ist aber nicht die buddhistische Auffassung. Das wird heute auch in der Psychotherapie so nicht mehr getragen. Jeder kann sich jederzeit noch verändern. Es ist bloß schwer, wenn er schon in Charakter eingegangen ist, oder? Ich benutze das Wort Charakter, aber ich meine damit jemanden, der sich sehr, sehr stark daran gewöhnt hat, in gewisser Weise zu sein, ne? Man kann sogar von guten oder schlechten Menschen sprechen, aber das bedeutet nur, dass sie tendenziell eher heilsam sich verhalten oder unheilsam. Das ist aber niemals festgelegt. Ne? Man kann das noch ändern aus buddhistischer Sicht. Jeder von uns ist immer noch heilbar sozusagen. Aber wenn etwas schon zum zur, zur quasi Charakter oder Temperament geworden ist, dann ist es entsprechend schwierig, das zu verändern. Ne? Gottfried Keller hat übrigens das mal genauso dargestellt. Die Zusammenhänge von Karma und so hat er wunderbar interpretiert. Er hat gesagt, zuerst ist es ein Gedanke, dann ist es eine Gewohnheit, dann ist es Charakter und dann ist es Schicksal. Also was er damit meint, zuerst fängst du an, in einer gewissen Weise zu denken oder so. Vielleicht negativ zu denken. Ne? Zum Beispiel über deine Mitmenschen denkst du negativ. Ne? Taugen alle nix, wollen mir immer nur schaden oder so. <laughs> Vielleicht, weil du irgendeine Erfahrung gemacht hast. Und wenn du regelmäßig darüber nachdenkst, dann wird es langsam so, dass dieser Gedanke eine Gewohnheit wird. Du beschäftigst dich fast den ganzen Tag mit den Fehlern deiner Mitmenschen, oder? Sehr schlechte Gewohnheit, kann ich nur von abraten. Wird im Dharma sehr heftig von abgeraten, über Fehler seiner Mitmenschen nachzudenken. Wenn überhaupt, dann über das Positive, aber nicht über die Fehler. Du gewöhnst dich selber dann daran. Und wenn du dich noch weiter daran gewöhnst, dann ist das ein griesgrämiger Charakter, oder? <laughs> ja, wie nennt man das? Ein Misanthrop. Vielleicht Schopenhauer oder so. Jemand, der, der also permanent schlecht über andere Menschen in gewisser Weise denkt. Und wenn du immer schlecht über andere Menschen denkst, wenn das dein Charakter geworden ist, dann kriegst du auch das Feedback, oder? Das ist das Witzige, dass so wie du die Welt siehst, Christus auch zurück, wenn du alle Menschen für schlecht hältst, dann wirst du auch Probleme mit den Mitmenschen haben, die auch mit dir Probleme bereiten. Und dann fühlst du dich wiederum bestätigt, dass die Menschen schlecht sind, weil du kriegst ja schlechtes Feedback. Ne? Das, ist, das ist sehr, sehr lustig, dass man seine eigenen Meinungen immer bestätigt, obwohl sie eigentlich dadurch kommen, wie man sich selber verhält. Ne? Jemand, der sich da, daran gewöhnt, andere Menschen positiv zu sehen, und das tut man im Dharma. Zuerst entwickelt man die Gedanken, man könnte doch Menschen auch mal positiv sehen, dann gewöhnt man sich in der Meditation daran, dann wird es zu einer Art Charakter oder Stimmung dass man, oder Temperament, dass man anderen Menschen gegenüber freundlich und, und äh, ja, nahe und offen ist und so weiter. Und wenn das sich fortsetzt, dann wird es Schicksal. Man erlebt sehr schöne Dinge mit anderen Leuten. Das, das geht, fällt immer auf einen zurück. Das ist ein Aspekt von Karma auch. Ne? Gut, also Gottfried Keller hat das offenbar genauso gesehen, wie letztlich Emotionen und Charakter und damit letztlich unser Schicksal von Glück und Leid entsteht, nämlich woran wir uns gewöhnen. Eckart Tolle sagt in seinen Schriften, dass Emotionen immer negativ sind, wenn man sie... Sich mit dem Ego damit identifiziert. Also, wenn man glaubt, man hätte so ein Ego und hat dann Emotionen, dann ist das immer sehr negativ, ist toxisch. Hm? Er sagt übrigens und hat sicherlich recht, dass es den ganzen Körper vergiftet, wenn man, <laughs> wenn man quasi negative Emotionen hat. Wenn man ein bisschen sensibel ist, dann wird man merken, dass Ärger, Stolz, Neid und so weiter den eigenen Geist vergiften und dann auch den Körper. Ne? Oder auch Angst oder Trauer, wie ich hier sagte. Wenn man ständig im Zustand von Angst ist oder Wut, Ekel, Trauer, Verachtung. Ne? Manche sieht man ja richtig an, welche Verachtung sie haben. Die Lefzen fallen immer runter hier so an der Seite und so weiter. Das ist nicht gesund für den Körper. Der arbeitet dann nicht mehr richtig. Beim Ärger sieht man es, glaube ich, ganz genau. Ne? Ärger ist nicht besonders gesund, das können euch, euch die Ärzte sagen. Wenn du dich ständig ärgerst, sei vorsichtig mit deinem Herzen und deinem Blutdruck und so weiter. Das wird nicht gut sein. Ne? Ja, da, das ist, glaube ich, sehr richtig gesehen bei Tolle, dass, dass eben Emotionen negativer Art oder die mit dem Ego verbunden sind, wirklich toxisch sind. Wir sehen übrigens auch in der Politik, wie die Emotionen benutzt werden, um Leute auf den falschen Weg zu leiten. Ne? Und wenn die Leute sich ihrer Emotionen nicht bewusst sind, dann werden sie verführt. Politik funktioniert gerade in letzter Zeit wieder mehr über Emotionen und weniger über Fakten. Ne? Hätte ich persönlich früher auch nicht geglaubt. Ich dachte immer, als Politiker stellt man sich hin, erklärt, was man macht und dann werden die Leute sehen, ob es gut oder schlecht ist. Ja, Pustekuh. Selbst in den Demokratien muss man sich bewusst sein, dass Emotionen die Rolle spielen. Wenn du eine gute Story erzählst und so tust, als wärst du irgendwie, dann kaufen die Leute dir das ab. Ne? Und du musst heute die Medien bedienen. Ne? Dass so ein Phänomen wie Trump existiert nur, dass ständig Emotionen aufgewühlt werden. Deshalb lieber nicht so viel über ihn reden, weil wenn man nicht mehr viel über ihn redet, was ich immer wieder tue, dann werden nicht solche Emotionen aufgewühlt, die komischerweise nach hinten losgehen. Es geht heute gar nicht mehr darum, ob etwas Positives mit jemand verbunden wird. Die bloße Tatsache, dass er emotional im Geschäft ist, führt dazu, dass er teilweise gewählt wird. Und so. Also es hat heute eine große Bedeutung, dass man Emotionen schürt. Man arbeitet mit Narrativen und das wird wahrscheinlich noch viel heftiger mit der KI und so weiter werden und das sollte man wissen, dass Emotionen unser Leben stärker steuern als wie wir immer denken, unsere rationalen Gedanken, das ist leider wahr. Das kann sich aber ein bisschen verändern, wenn man sich seiner Emotionen bewusst wird, kann man sich zunehmend auch durch rationale und realistische Vorstellungen tatsächlich leiten lassen. Ja, Eckart Tolle weist auch darauf hin, dass es ein Teufelskreislauf ist, also Emotionen sagt auch er, entstehen durch bestimmte Gedanken die dann in den Körper gehen und die Tatsache, dass der Körper so erregt ist, wirkt wieder in die Gedanken. Wenn du zum Beispiel starke Angst spürst körperlich, dann entwickelt dein Geist auch wieder negative Gedanken, oder? Je mehr du in einem körperlichen Zustand der Erregung einer Emotion bist, umso mehr beherrscht das auch wiederum dein Geist. Wenn du zum Beispiel bereits eine Angststörung hast, dann liegst du, wie gesagt, abends in deinem Bett und trotzdem äh, beeinflusst du mit deinen Gedanken die ganze Zeit den Körper. Und weil dein Körper nicht zur Ruhe kommt, kriegst du auch schon wieder negative Gedanken. Es geht immer hin und her. Es ist ein Teufelskreislauf, aus dem man erstmal rauskommen muss. Und auch Therapeuten arbeiten da sehr stark mit Achtsamkeit, indem du einfach merkst, was bei dir passiert ist. Bestimmte Gedanken, bestimmte Körperzustände erregen die Körperzustände wieder zu den Gedanken. Und du versuchst das zu unterbrechen, ne? gewisse Kreisläufe zu unterbrechen, die chronisch geworden sind. Ja, sonst kommst du immer mehr in inneren Stress durch deine Vorurteile. Ja, negative Emotionen wie Angst, Trauer und Wut sind sicherlich einfach toxisch. Tolle gibt aber auch zu, dass es auch positive Emotionen gibt. Diese positiven Emotionen sind aber, wie man im Buddhismus sagen würde, noch befleckt. Das heißt, sie sind noch sansarisch. Ne? Zum Beispiel die positive Emotion, die entsteht, wenn mich jemand lobt und sagt, du bist ganz toll. Kann man nicht anders sagen, als dass es angenehm ist. <laughs> Aber solange du noch am Ego befangen bist, dann ist schon vorgezeichnet, dass es auch wieder bergab geht, ne? Weil das eine führt immer zum anderen. Wenn du gelobt wirst, wirst du auch wieder getadelt. Das haben wir mal besprochen: ja, die sechs Leiden des Sansara. Alles, was hochgeht, geht auch wieder runter. Das Solange du noch dualistisch denkst, das heißt, ich möchte unbedingt gelobt werden und niemals getadelt werden, ist die Tatsache, dass du gelobt wirst und positive Emotionen darauf entwickelst, schon wieder der Ursprung dafür, dass du leiden wirst, wenn du nicht mehr gelobt wirst. Also, das sind zwar positive Emotionen, aber sie sind noch nicht endgültiges Glück. Tolle sagt aber zu Recht, und das nennt man im Buddhismus unbefleckte Geisteszustände, dass es auch Emotionen gibt, das gibt er immer hinzu, die aus einem tieferen Sein kommen. Das heißt, wenn du wirklich in Kontakt mit deinem eigentlichen Wesen jenseits des Egos kommst, dann werden Zustände wie Liebe und Freude und Inspiration und Frieden und so weiter dich beherrschen. Und die sind nicht mehr befleckt, die führen nicht mehr zu Leiden. Das die fließen sozusagen aus dem Sein heraus. Wenn du die Realität erfasst hast, hast du auch gewisse Emotionen, aber die haben nichts mehr mit Ego zu tun und sind deshalb keine Quelle von Leiden mehr. Sie sind weder negative Emotionen noch befleckte Emotionen, sondern völlig reine Emotionen. Das gibt es auch auf höheren Stufen. Ja, und diese Emotionen, wie gesagt, als letztes vielleicht noch dazu. Forscher sagen auch, dass Emotionen unsere Aufmerksamkeit sehr stark steuern. Das heißt, wenn du zu etwas eine starke Emotion hast, bist du da viel aufmerksamer. Ne? Dadurch kommt es aber auch zu Verzerrungen. Das heißt, dass du nur aufmerksam auf Dinge bist, die bei dir Emotionen auslösen. Und andere Fakten unterschlägst du völlig. Ne? Außerdem ist es so, dass deine Erinnerung dadurch beeinflusst wirst. Das heißt, du erinnerst Dinge, die mit starken Emotionen verbunden sind, viel stärker als Dinge, die nicht mit starken Emotionen verbunden sind. Ne? Ja, deshalb wird in der Werbung zum Beispiel immer starke Emotionen eingesetzt, oder? Wie ich schon öfter sagte, Spaghetti wird mit der 9. Sinfonie von Beethoven in Bezug gesetzt, oder? Oder die Matthäus-Passion irgendwie mit dem Porsche oder ich weiß nicht. Irgendwie gibt es immer einen Bezug zwischen stark emotionalen Musik, zum Beispiel, die tatsächlich aus religiösen und transzendenten Quellen kommt, mit einem völlig banalen Objekt, auf das diese Emotionen übertragen werden. Und dadurch erinnerst du das Objekt, wie zum Beispiel das Kaufobjekt, das du kaufen sollst, viel stärker, als wenn es nicht mit der Musik versehen ist. Ne? Ja, warum wird denn im Supermarkt die ganze Zeit diese Musik gedudelt oder sowas? Damit du auf banale Objekte irgendwie so schöne Emotionen überträgst, die überhaupt nicht damit in Zusammenhang stehen. Das ist schon absurd. Im Allgemeinen, und das ist besonders gefährlich, führen Emotionen zu einer verengten Wahrnehmung. Das heißt, du siehst nur noch das, was deine Emotion dir vorgaukelt. Ne? Dafür ist die Emotion ja auch gedacht. Wie gesagt, wenn ein Säbelzahntiger hinter dir her ist, dann solltest du nur noch das sehen, was dein Leben rettet. Ne? Du siehst nur noch den Tunnel, wo du rauskommst. Ne? Aber dadurch siehst du eben auch keine anderen Sachen mehr. Das führt übrigens heutzutage bei Katastrophen oft dazu, dass Leute alle wie verrückt auf den Ausgang zulaufen und nicht mehr links und rechts gucken, wie man die Sache besser regeln könnte. Ne? Dann kommt es zu Stampeden und so weiter. Manchmal gibt es aber Helden, die haben ihre Emotionen im Griff. Die, die sehen auch, dass das gefährlich wird. Sie haben wahrscheinlich auch Angst, aber sie haben sich im Griff und sagen: Lass uns mal schauen, ob wir die Sache hier besser lösen können. Und die sehen dann den Ausweg und sagen den anderen: Geh mal da längs und so. Leute, die sich nur von Emotionen beherrschen lassen, die haben eine sehr enge Wahrnehmung. Ne? Ich bin tatsächlich auch der Auffassung, dass in der modernen Politik die Emotionen nicht viel zu suchen haben. Ich weiß, dass das sehr unpopulär ist, aber. Die westliche Politik ist abgekühlt, wie man das sagt. Ne? In anderen Kulturen sehen wir noch, dass die Leute bei Demos regelmäßig schreien und weinen und verbrennen, fahren und so weiter. Bei uns ist da relativ wenig los. Ne? Und den Regierenden letzten Zeit wird regelmäßig vorgeworfen, dass sie zu wenig Emotionen zeigen. <laughs> Aber ich glaube tatsächlich, dass politische Entscheidungen besser gefällt werden, wenn man nicht im, gerade im emotionalen Zustand ist. Ne? Das heißt nicht, dass man gar keine Emotionen hat, aber man lässt sich nicht von einem Zustand hauptsächlich treiben, in dem die Wahrnehmung sehr verengt ist und wo man Dinge nur einseitig sieht. Ne? Ich habe auch schon öfter darüber gesprochen, dass, dass Empathie nicht das gleiche wie Liebe ist. Ne? Empathie bedeutet, dass man etwas empfindet, wie ein anderer es empfindet. Das ist auch aus der... Uhrzeit und das hat den Menschen sehr geholfen, indem es die Menschen sehr zusammengebracht hat, dass man eben mitkriegt, was bei dem anderen vor sich geht. Deshalb ist Emotion übrigens auch mit starker Mimik verbunden. Wir zeigen den anderen in unserer Gruppe, wie es uns geht, und dadurch können wir uns im besten Falle gleichschalten und wir können gemeinsam. Du empfindest aber nicht die ganze Zeit seine Schmerzen, weil das würde dich ja auch unfähig machen, ihm zu helfen. Hm? Jeder Arzt und Therapeut weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Du kannst nicht als Chirurg während der OP, wo jemand vielleicht sogar Schmerzen noch hat, die ganze Zeit nur diese Schmerzen nachempfinden. Du musst dich darauf konzentrieren, was du tun kannst, dass er wieder gesund wird, oder? Dabei setzt du sogar das Skalpell an, was im ersten Moment gar keine so freundliche Handlung ist. <laughs> Aber das nennt man Mitgefühl. Also ich plädiere für Mitgefühl. Das ist nicht, dass man hysterisch ist und immer starke Emotionen zeigt. Mitgefühl bedeutet den Wunsch, dass jemand nicht leidet. Und der führt dazu, dass man Dinge tut, damit andere nicht leiden. Ne? Aber das ist gar nicht hilfreich, dass man in diesem Zustand von Emotionen wegbewegt wird oder, oder stark eben empathisch ist. Das ist vielleicht der Ursprung von Mitgefühl. Aber wenn man hilft, sollte man sich mehr konzentrieren darauf, was man für andere tun kann. Ja, der besagte Mathieu Ricard war mal auch wiederum im MRT und da hat man ihn gebeten, er hat bestimmte Bilder vorgespielt, gekriegt, wo Leute leiden und da hat man gesagt, geh mal in die Empathie und dann kam er aus dem Scanner raus und war völlig fertig, wie man sich vorstellen kann. Und dann hat man ihn gebeten, jetzt mach mal dein Mitgefühl, wie du es normalerweise in der Meditation machst. Dann hat er die gleichen Bilder vorgespielt, gekriegt und kam völlig erfrischt und erholt aus der Röhre. Es ist etwas völlig anderes, ob du ein Bild eines leidenden Wesens siehst und den Schmerz genau wie der andere empfindest oder von starken Emotionen, von Ärger dann bewegt wirst auf die, die diese Schmerzen zufügen, oder ob du eine Geisteshaltung hast, ich möchte, dass diese Person nicht leidet. Dieser Geisteszustand, ich möchte, dass er nicht leidet, das macht deinen Geist sehr ruhig und ausgeglichen und kraftvoll. Und dann kannst du auch alles dafür tun. Ne? Ja, auch in der Außenpolitik. Das ist vielleicht im Moment aktuell. Geht es aus meiner Sicht nicht um Moralismus und dass man ständig anderen vorhält, wie sie sich zu verhalten haben. Es geht darum, dass man das tut, was Leuten hilft. Ne? Das ist auch eine gewisse Kritik an dieser ganzen Wokeness-Zeit heutzutage. Das heißt, es geht nicht darum, dass man Leuten hilft, dass sie nicht verfolgt werden und diskriminiert. Es geht darum, dass man zeigt, ich bin besser. Ich, ich bin eben bewusst darüber, über diese Probleme. Darauf kommt es aber überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass man in der, in der Gesellschaft etwas dagegen tut, dass Leute diskriminiert werden. Nicht, dass man ständig auf andere Leute schimpft, die man gar nicht weiter kennt, dass sie noch nicht so woke sind wie man selber. Ne? Gut, damit mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber. Auch nach Eckart Tolle ist es ein großer Unterschied, ob es einem um die eigene Identität geht, wenn man irgendwelche moralischen Dinge vorträgt und sich damit identifiziert. Ich bin der Gute, oder ob man wirklich für das Gute eintritt, ohne dass die anderen das vielleicht immer gleich mitkriegen. Das ist auch nicht so wichtig. Hm? Es gibt einen Unterschied zwischen guten Menschen und guten Menschen. Das heißt, ein guter Mensch ist sehr daran interessiert, dass er von anderen als gut angesehen wird. Das ist eine Spielart des Narzissmus. Hm? Der gute Mensch dagegen ist daran interessiert, dass es Leuten gut geht und sie nicht leiden. Und es ist nicht so wichtig, wie er selber dabei gesehen wird. Er wird das tun, was anderen hilft. Ne? Auch wenn andere das vielleicht gar nicht so sehen. Ja, da sollte man sich selber immer beobachten, ob es einem wirklich um die Sache geht und die Leute oder seine eigene Identität als guter Mensch. Das nennt man ja auch Identitätspolitik. Ne? Und da ist es gelegentlich möglich, dass man in der Politik und so weiter, nicht nach außen ständig starke Emotionen zeigt, obwohl sehr schlimme Sachen passieren, sondern einfach daran, sich darauf konzentriert, Dinge zum Besseren zu bewegen. Dafür braucht man einen klaren Verstand und nicht so starke Emotionen. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch kein emotionaler Mensch ist. Das ist ein völliger Unsinn. Gut, und jetzt wollen wir darüber ein bisschen meditieren. Erstaunlicherweise können wir über Liebe und Mitgefühl meditieren, obwohl es eigentlich keine Emotion ist, aber es hat sicherlich natürlich damit zu tun. Aber ich möchte daran demonstrieren, wie man analytisch meditiert, dass wir tatsächlich uns selber gestalten können, geistig gesehen. Das macht man bei der analytischen Meditation, indem man diese Haltung, die man Liebe nennt zum Beispiel, in sich systematisch hervorbringt. Ne? Ja, auch bei Liebe denkt man gelegentlich, ob man ein liebevoller Mensch ist, das ist Schicksal, das fällt vom Himmel oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Liebe ist eine Frage, wie stärker man sich daran gewöhnt hat. Ne? Jeder bringt vielleicht mehr oder weniger Liebesfähigkeit auf die Welt, das mag sein schon aus früheren Leben, aber jeder kann sich verändern. Und wenn er es für sinnvoll hält, mehr Liebe zu entwickeln, dann sollte er sich daran gewöhnen. Das mag dem einen oder anderen fremd erscheinen. Das ist eine Frage der Übung. Ne? Erich Fromm hat das berühmte Buch Die Kunst des Liebens geschrieben. Da ist schon im Titel, das ist eine Kunst. Das heißt, man muss das lernen und regelmäßig üben. Er sagt auch, zur Liebe gehört zum Beispiel Geduld und Disziplin. <laughs> Vermutet man im ersten Moment nicht. Ne? Die meisten denken, Liebe ist irgendwie so ein Blitz, der vom Himmel kommt oder sowas. Überhaupt nicht. Liebe ist ein sehr ruhiger innerer Zustand, wo man wirklich den Wunsch hat, dass es einem selbst und anderen gut geht und den man systematisch üben kann. Und der sich völlig anders anfühlt als Begierde zum Beispiel. Aber dafür muss man erst unterscheiden können, was Begierde und Liebe ist. Und wenn man das auf der Grundlage buddhistischer Psychologie gemacht hat, dann kann man systematisch versuchen zu üben, wirkliche Liebe hervorzubringen. Meta nennt man das im Allgemeinen. Eine der vier unermesslichen Geisteshaltungen. Meta kommt von der Wortbedeutung von sanft und freundlich. Und es gibt ein Bild, das man dafür gibt, nämlich ein sanfter Nieselregen, der auf alles gleichmäßig niederfällt. Das kennen wir in Hamburg doch eigentlich ganz gut. Im Moment nicht so. Aber das ist kein Platzregen. Ne? Platzregen ist kein gutes Beispiel für Meta sondern so ein sanfter Nieselregen, der auf alles gleichmäßig sich setzt, in jede Spalte geht. Ne? So geht die wirkliche Liebe, wenn sie voll entfaltet ist, wendet sich letztlich an alle Wesen ohne Unterschied und in jeder Ecke sozusagen weitet sich immer weiter aus. Ne? Das ist die Kraft von Meta die natürlich in der Lehre von Jesus und Buddha ganz im Zentrum steht, vielleicht die universelle Religion überhaupt ist, wie der Dalai Lama auch manchmal sagt und die letztlich dafür verantwortlich ist, dass wir glücklich sind im Leben. Der Buddha hat zahllose Vorteile von Liebe und Güte beschrieben. Ganz konkret sagt er, dass wir sogar besser einschlafen können, wenn wir Liebe und Mitgefühl entwickeln. <laughs> Wenn wir eben nicht beherrscht werden von irgendwelchen Emotionen, sondern wirklich Liebe und Mitgefühl hervorbringen, dann werden wir keine Probleme haben, ganz sanft einzuschlafen abends, ohne without sleeping pill wieder da, Lama sagt. Ja, all das, was man heute in der Apotheke sieht an Beruhigungsmitteln, entängstiger Schlafmittel, könnten wir alle vergessen, wenn wir Metta meditieren. Das hat der Buddha versprochen. Ich hoffe, die Apothekergilde richtet sich jetzt nicht gegen mich. Aber ich bin sicher, dass das, was die meisten Leute an Problemen haben, emotionaler Art und was zu vielen auch körperlichen Problemen führt, das, das beste Gegenmittel wäre Meta. Das ist eigentlich unbezahlbar. Ne? Man kriegt einen sehr ausgeglichenen, ruhigen, glücklichen Geist und wird deshalb gut einschlafen können, sicherlich auch gut verdauen können. <laughs> die Menschen mögen einen, sagt der, der, der Buddha, und das ist für uns Menschen sehr wichtig, dass andere uns wertschätzen. Ne? Nicht wegen unserem Geld, unserer Macht, sondern einfach dafür, wie wir sind. Der Buddha sagt sogar, selbst die Kinder und die Tiere werden uns mögen. <laughs> wie gesagt, wenn jemand wirklich positive Emotionen hat oder Liebe hat, das merken die Leute. Das drückt sich auch in seiner Physis aus. Und dann kommen die auch. Ne? Zu den anderen kommen sie nur, wenn sie gerade Geld und Macht haben, aber sind sofort weg, wenn sie das nicht mehr haben. Erzähle manchmal die Geschichte, dass so ein kleiner Hund auf mich zukam, ganz begeistert, und dann kam sein Halter hinterher und sagte: Der weiß, zu wem er geht. Also in dem Moment muss ich gut drauf gewesen sein. Der Hund wäre nicht gekommen, wenn ich nicht eine liebevolle Ausstrahlung gehabt hätte. So viel steht fest. Ne? Und auch kleine Kinder gehen bestimmt nicht zu jemandem, der wütend ist. Niemand geht zu jemandem, der wütend ist. Ja, es gibt noch viele andere Vorteile. Natürlich, letztlich ist es so, dass man auch. Ein sinnvolles Leben führt und friedlich sterben wird, wenn man Mitgefühl hervorbringt, Liebe und Mitgefühl. Und dann ist natürlich die religiösen Ziele, dass man eine hohe Geburt erreichen wird. Liebe und Mitgefühl sind wie ein wunscherfüllendes Juwel. Das heißt, wann immer man das hervorbringt, hat man gewaltige positive Effekte. Nämlich auch alle anderen Dharma-Aspekte wird man dann leicht entwickeln können. Ne? Wer Liebe und Mitgefühl in sich spürt, hat keine Probleme, freigebig zu sein. Die erste der sechs Vollkommenheiten eines Bodhisattvas. Ne? Einer Mutter muss man nicht erklären, dass sie gelegentlich für ihr Kind was geben sollte, oder? Weil sie das Kind liebt, das braucht man nicht mehr erwähnen. <laughs> Außerdem wird eine Mutter ethisch sein. Sie wird ihrem Kind keine Gewalt antun, weil sie das Kind liebt, oder? Das braucht man der Mutter nur erklären, weil sie das Kind nicht liebt, dass sie das lieber nicht quälen sollte, ne? Geduld haben Mütter unermesslich. <laughs> und warum? Weil sie Liebe haben. Ne? Selbst wenn das Kind wirklich nur Probleme macht und rumkreist, bleibt die Mutter immer noch geduldig, weil sie Liebe empfindet. Sie ist voller Tatkraft und ihr Geist bleibt sogar relativ ruhig trotz allem Stress. Die Konzentration und Tatkraft wird auch gefördert. Und indirekt führt die Liebe zur Weisheit. Je mehr Liebe man entwickelt, wird es immer leichter, auch zu verstehen, wer man wirklich ist und wie die Phänomene existieren. Da geht es ja auch darum, dass man gar nicht getrennt ist von den anderen und deshalb hat das sehr viel miteinander zu tun. Und der Buddha hat uns das so gelehrt, dass wir das systematisch ausdehnen, zuerst in Bezug auf uns selber. Also die Selbstliebe ist tatsächlich sehr wichtig, nicht zu verwechseln mit einem Kult um sich selber, wie das heute manchmal gemacht wird. Es geht nicht darum, dass man irgendwie was Besonderes ist oder besser als die anderen, sondern man ist einfach ein fühlendes Wesen, genau wie alle anderen und deshalb hat man das Recht, glücklich zu sein. Das ist, das ist die Begründung. Ne? Nicht, dass man irgendwie außerordentlich ist, das ist gerade ein falscher Gedanke. Liebe entsteht nicht, weil jemand Leistungen gebracht hat, sondern einfach, weil er ein leidendes Wesen ist, das glücklich sein möchte und wir ihm dieses Glück wünschen. Und so machen wir das auch mit uns selber. Die Liebe gegenüber uns selber ist allerdings wie eine Art Grundlage dafür, dass wir anderen gegenüber Liebe hervorbringen können. Es ist tatsächlich nicht möglich, dass man anderen überzeugend wünscht, dass sie glücklich sind, wenn man es sich selber nicht wünschen kann. Ne? Weil auch die anderen haben ja Fehler, oder? Und wenn man die Liebe daran festmacht, dass jemand perfekt sein muss, ja dann gute Nacht, dann hast du nicht mehr viele, die du lieben kannst. Ne? Liebe hat sogar gar nichts damit zu tun, dass jemand perfekt ist. Wenn jemand perfekt ist, braucht er unsere Liebe nicht mehr, weil Liebe bedeutet, dass man den Wunsch hat, dass jemand glücklich ist. Dem Buddha gegenüber empfindet man keine Liebe aus buddhistischer Sicht, sondern Vertrauen. Der Buddha braucht keine Liebe. Ne? Liebe bringt man dem entgegen, der es braucht, der eben noch nicht glücklich ist. Und, und deshalb muss man gegenüber sich selber keine andere Argumentation hervorbringen, als dass man einfach ein fühlendes Wesen ist, das glücklich sein möchte. Und wenn man das akzeptieren kann und sich dann von Herzen wünscht, dass es einem gut geht, dann kann man das auf andere anwenden und zwar immer weiter. Zuerst zu seinen Freunden, dann den Neutralen und schließlich sogar den schwierigen Menschen oder Feinden. Ne? Man kann das sogar immer weiter ausweiten, so räumlich gesehen, dass man denkt, mögen erst alle in diesem Raum glücklich sein, dann in Deutschland, dann in Europa, Welt. Universum, sämtliche Wesen und so weiter. Das wird auf verschiedene Weise ausgedehnt. Aber der Buddha hat es eben sehr systematisch, wie immer gelehrt, dass man das schrittweise ausweitet. Und das wollen wir jetzt auch zumindest mit uns selbst und unseren Freunden mal versuchen. Videos über Gleichmut, das heißt Liebe und Mitgefühl gegenüber Neutralen und gegenüber schwierigen Menschen, sind reichlich im Netz auch, über Vergebung und so. Wollen wir es mal heute belassen bei uns selbst und unseren Freunden? Das ist oft schwer genug. Und für die Meditation könnt ihr euch gerne ein bisschen lockern, vielleicht, wenn ihr wollt. Eine Minute. Das ist dann, wie gesagt, eine klassische analytische Meditation. Wir arbeiten mit gewissen Argumenten, auf die wir uns dann konzentrieren. Und im besten Fall bringen wir die gewünschte geistige Haltung hervor. Die in dem Fall nicht genau eine Emotion ist, aber zumindest ein Gegenmittel gegen eine negative Emotion wie Wut und Hass und so weiter. Und weil alles in der Welt miteinander zusammenhängt, nehmen wir auch eine körperliche Haltung ein, die geeignet ist für die Meditation. Dadurch werden unsere feinstofflichen Energien mehr gesammelt und wir können mehr nach innen gehen. Deshalb können wir entweder im Schneidersitz sitzen. Oder wenn wir auf einem Stuhl sitzen, die Fußflächen gut auf den Boden bringen, die Hände vielleicht in Schoß legen, den Rücken recht aufrecht, das ist wichtig für die Klarheit des Geistes, dass wir aufrecht stehen und sitzen und liegen als Menschen, äh, stehen und gehen als Menschen. Der Kopf fällt ein bisschen nach vorne wie eine volle Ehre an ihrem Halm. Die Augen können wir eigentlich schließen, wenn wir da nicht müde werden. Wenn das der Fall ist, lassen wir sie leicht geöffnet und richten sie vor uns auf den Boden. Und wir machen uns bewusst, dass der Vortrag vorbei ist, wir wieder mehr nach innen gehen wollen, Inhalte vertiefen wollen. Und dafür haben wir uns in eine körperliche Haltung begeben, durch die unsere Energien mehr gesammelt werden, vor allem die feinstofflichen, und dadurch auch unser Geist sich mehr sammelt. Und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst auf unseren Atem, wo wir ihn am besten spüren können. Entweder wie die Bauchdecke sich hebt und senkt oder die leichte Tastempfindung unterhalb der Nase beim Ein- und Ausatmen. Wir brauchen den Atem nicht speziell zu verändern, das ist keine Atemübung, wir lassen ihn ganz natürlich fließen. Der Körper weiß eigentlich selbst am besten, wie er atmet, das brauchen wir gar nicht beeinflussen, kontrollieren. Aber wir sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. brauchen einmal nichts zu tun, nichts zu erreichen für unser Ego, einfach nur zu atmen und uns dessen bewusst sein. Es kann ein schon heiterer stimmen. Wenn andere Gedanken aufkommen, ist das völlig natürlich, wir ärgern uns nicht darüber, aber bemerken es mit Selbstbeobachtung. Und gehen mit Vergegenwärtigung Satipatthana wieder zurück zum Meditationsobjekt, in dem Fall dem Atem. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, neutraler, überflüssige Gedanken und Emotionen kommen zur Ruhe. Dadurch vielleicht auch etwas heiterer, aufnahmefähiger. Und das erlaubt uns in den Geist selbst hineinzuschauen, so wie wir eben den Atem beobachtet haben. Auch wenn wir nicht genau wissen, was der Geist ist, schauen wir mal ganz entspannt nach innen, was das wohl sein könnte. Nicht nach außen, sondern mal in die Innenwelt. Und da werden wir bestimmt gewisse Dinge feststellen können. Immer noch Gedanken, wenn auch ein bisschen ruhiger. Und Gedanken sind eine geistige Tätigkeit. Aber auch Empfindung, die Sitzhaltung mag uns unangenehm oder angenehm sein. Unsere Gedanken stimmen uns eher freudig oder traurig. Das nennt man Empfindung. Ein sehr wichtiger Teil geistigen Erlebens. Der uns von Maschinen radikal unterscheidet. Wir sind fühlende Wesen, haben einen Geist. Und darüber hinaus können wir was wahrnehmen, wir können was verstehen, man kann verstehen, was ich sage. Wir nehmen die Situation wahr, in der wir uns befinden. So ist unser Geist so ähnlich wie ein Spiegel. Oft ein verstaubter oder verkratzter Spiegel, aber er gibt etwas wieder von der Wirklichkeit, wenn auch oft sehr verzerrt. Aber er hat die Fähigkeit, sich mit Objekten zu beschäftigen. Aber wir wollen gar nicht urteilen im Moment, was in unserem Geist geschieht, sondern einfach nur beobachten, wie auch letztes Mal. Wir sind der Beobachter. Alles darf da sein, wir lassen es immer wieder gehen, bleiben Beobachter und stellen auch schon fest, dass da ein ständiger Wandel in unserem Geist ist. Wir sind gar nicht immer so oder so. Mal tritt eine Emotion auf, dann geht sie wieder. Dann kommt ein positiver Zustand, dann eher negativ. Ständiger Wandel, nichts Festes. Aber jetzt wollen wir noch tiefer gehen und auf etwas in uns achten, eine Art Grundinstinkt in uns, was allem zugrunde liegt, was wir tun. Wir schauen mal, ob wir das wahrnehmen können. Und das ist der Wunsch, glücklich sein zu wollen. Wir schauen mal, ob wir wahrnehmen können, dass alles, was wir tun, dafür gedacht ist, dass wir glücklich sind. Auch wenn das, was wir tun, oft zum Gegenteil führt, so sind wir doch ständig davon motiviert, glücklich sein zu wollen. Wie eine Art Grundströmung in unserem Geist, jederzeit vorhanden. Ich möchte glücklich sein. Und alles wird in Hinsicht darauf beurteilt, wie man das bewerkstelligen kann, glücklich zu sein, Leid zu vermeiden. Und wenn wir das annähernd feststellen können, dass wir diesen Instinkt haben, dann nehmen wir das einfach zur Kenntnis. Ich habe den Wunsch, glücklich zu sein. Das ist eine Tatsache offenbar. Wie bei jedem fühlenden Wesen. Selbst der Buddha möchte glücklich sein. Gehört zum Wesen des Geistes. Und dann können wir darüber reflektieren, ob wir auch das Recht haben, glücklich zu sein. Und machen uns klar, solange wir anderen nicht schaden, haben wir das volle Recht, glücklich zu sein. Das ist sogar in der Verfassung vieler Staaten verankert. Aber vielleicht denken wir, das wäre Egoismus, wenn man glücklich sein möchte. Aber machen uns klar, dass das nichts miteinander zu tun hat. Egoismus bedeutet, dass man sich immer wichtiger nimmt als andere, über andere stellt, auf Kosten anderer lebt, während der Wunsch, glücklich sein zu wollen, einfach eine ganz natürliche, gesunde Einstellung ist. Aber vielleicht spüren wir gewisse Widerstände, weil wir vielleicht konditioniert sind, dass das nicht sein darf, dass wir glücklich sind, aber machen uns klar, dass das falsch ist. Und dazu kommt noch ein dritter Schritt, dass wir feststellen, dass es auch die Möglichkeit gibt, echtes Glück zu erlangen, vielleicht sogar dauerhaften Frieden, tieferes Glück, insbesondere mit spirituellen Mitteln. Und wenn das tatsächlich alles so ist, dass wir den Wunsch haben, glücklich zu sein und auch das Recht dazu, und es auch prinzipiell möglich ist aufgrund der Natur unseres Geistes, dass wir echten Frieden erlangen, dass es keine Illusion ist, dann ist es richtig und gut, wenn wir denken, möge ich glücklich sein. Wir versuchen einmal mit Freundlichkeit und Sympathie an uns selber zu denken, auch wenn es ungewohnt ist. Und sagen innerlich, möge ich glücklich sein. Wir können das spezifizieren, möge ich gesund sein, geistig heiter. Wir können jeden konstruktiven Wunsch nach Glück hervorbringen und uns selber gönnen. Möge ich glücklich sein. Können uns sogar denken, dass eine Art Doppel von uns ausgeht und uns in den Arm nimmt, wie ein guter Freund, Freundin, und wir uns so selber Kraft geben, uns unterstützen, es gut mit uns meinen. können auf uns selber schauen, wie man auf ein kleines Kind schaut, dem wir relativ spontan oft Gutes wünschen. Und so wie ein Kind auch nicht alles richtig macht und viel Chaos macht, aber wir ihm trotzdem von Herzen wünschen, dass es glücklich ist, genauso wünschen wir uns selber alles erdenklich Gute, obwohl wir sicherlich viele Unvollkommenheiten haben, das ist kein Grund, sich nicht zu lieben, ganz im Gegenteil. Wir lieben sogar umso mehr, umso mehr Schwierigkeiten jemand hat. Das ist echte Liebe. Je mehr wir sehen, dass wir selber oft hilflos sind, unwissend und ungeschickt, umso mehr können wir uns selber lieben. und wenn wir etwas davon spüren von diesem Wohlwollen, dieser Güte, Sanftheit und Freundlichkeit, die man Metta nennt oder eben Liebe, liebevolle Güte, konzentrieren wir uns ein wenig darauf. Versuchen innerlich wahrzunehmen, wie sich das anfühlt, was man Liebe nennt, bezogen auf uns, aber auch ganz allgemein. Versuchen uns ein wenig darauf zu konzentrieren, soweit es uns möglich ist, je nachdem, wie viel Konzentration wir schon entwickelt haben, und achten darauf, was das mit uns macht. Wenn es sich um Liebe oder Metta ein wenig handelt, werden wir merken, dass uns das gut tut, tatsächlich ein warmes Gefühl entsteht, das auch was mit dem Herzen zu tun hat. Solche und ähnliche durchaus angenehme Empfindungen mögen entstehen, wenn wir in Kontakt mit der Kraft von Liebe sind, die sich in dem Fall auf uns selber bezieht. Das ist eine Qualität, die von allen spirituellen Meistern und Meisterinnen immer ins Zentrum gerückt wird. Die echte Quelle von Glück und Frieden sind. Und gerade auf der Grundlage, wenn wir uns lieben können, auch wenn wir unvollkommen sind, können wir uns prima entwickeln. So wie ein Kind, das bedingungslos geliebt wird, obwohl es Fehler hat, sicherlich einen guten Weg gehen wird, gerade deshalb. Aber abschließend können wir das noch weiter ausdehnen, indem wir an alle denken, die ja heute zur Meditation zusammengekommen sind oder auch über Video daran teilnehmen. Wir weiten unser Gefühl von Liebe jetzt aus, indem wir denken, alle, die hier daran teilnehmen, die uns quasi unterstützen, hier gemeinsam diese Veranstaltung zu machen, wollen auch alle glücklich sein. Sie sind genauso wie wir selber. In der Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle Menschen wollen glücklich sein und nicht leiden. In der Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Deshalb können wir davon ausgehen, dass alle Teilnehmer sich das Gleiche wünschen, was wir uns wünschen in der Hinsicht. Und natürlich haben sie auch das Recht, glücklich zu sein, insbesondere wo sie uns hier unterstützen und anderen keinen Schaden zu fügen haben sie selbstverständlich das glück das recht nach glück zu streben und auch für sie stehen die mittel bereit zu echtem glück insbesondere durch den dharma durch spirituelles wirken und so können wir dann zu dem schluss kommen dass wir allen denen die hier daran teilnehmen von herzen wünschen dass sie glücklich sind Körperlich gesund, geistig heiter und zufrieden. Was immer wir an guten Wünschen hervorbringen können, bringen wir hervor. Es ist nicht wichtig, dass wir die Einzelnen persönlich kennen. Wir machen uns einfach klar, dass sie sind wie wir. Dass sie uns in diesem Fall sogar nahestehen, uns unterstützen und öffnen unser Herz für gute Wünsche für sie. Und dabei kann man auch eine ganze Gruppe wie eine Person sehen, dass man generell sagt, alle, die hier dann teilnehmen, unterschiedslos, mögen sie glücklich sein, mögen sie von dieser Veranstaltung profitieren, finden, was sie suchen. Vielleicht wissen wir ja auch von Einzelnen, was sie sich wünschen und dann wünschen wir ihnen das. Wir können sogar denken, dass Licht von unserem Herzen ausgeht und auf die anderen trifft. Und wenn es sie berührt, dass sie sofort Freude empfinden, Glück erfahren. Und verbleiben nochmal an dieser generellen Einstellung, die man Meta nennt, liebevolle Güte, jetzt in Bezug auf die ganze Gruppe. Aber von der Qualität her das gleiche wie bei uns, nämlich den Wunsch, dass Wesen glücklich sein mögen. Jetzt ausgedehnt auf andere, unsere Freunde hier. Versuchen uns nochmal zu konzentrieren auf diese Qualität, anderen Gutes zu wünschen. Aber jetzt geben wir uns zufrieden, wie weit wir das nachvollziehen konnten. Neutralisieren unseren Geist zunächst, indem wir uns nicht mehr auf bestimmte Personen richten, sondern nur noch unseren Atem wahrnehmen. Und dann spüren wir auch wieder unseren Körper. Hier auf der Matte sitzt er auf dem Stuhl. Und kommen mit unserer Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Lassen es für heute dabei. Natürlich schon öfter auch über Meta-Meditation hier auch Videos produziert. Verweise auch auf gute Literatur. Bei Sharon Salzburg ist sehr gut. Ich glaube, die Kraft der Meta-Meditation heißt das. Da werden diese Stufen ganz traditionell beschrieben, wie man Liebe zu sich aufbringt, dann darauf aufbauen zu Freunden und hilfreichen Leuten. Das ist sicherlich noch relativ einfach. Aber dann die große Gruppe derer, die man nicht so genau kennt, die Neutralen. Die sind übrigens die Mehrzahl auf diesem Planeten. Und das ist die eigentliche spirituelle Leistung, dass man auch Leuten Gutes wünscht, die einem im Moment nicht besonders nahestehen. Das wird für die globale Entwicklung des Menschen von größter Bedeutung sein. Dass wir unsere Liebe nicht nur auf unsere Gruppe beschränken. Das nennt man ethnozentrisch, im Gegensatz zu weltzentrisch. <laughs> Wäre wichtig, dass wir das ausdehnen. Und dann gibt es sogar noch die Feindesliebe, das ist natürlich auch im Christentum die absolute Spitze, aber das kriegen wir heute Abend nicht mehr geregelt. <laughs> Aber Schaan Salzburg beschreibt diese Station und auch in den Büchern von den Mind Life Konferenzen des Dalai Lama mit hervorragenden Wissenschaftlern ist das immer wieder behandelt worden. Das Thema Emotion, die heilende Kraft der Gefühle heißt eine ein Buch. Das andere Dialog mit dem Dalai Lama von Goldman, auch ein bekannter Psychologe und Emotionsforscher. Und viele dieser Mind-Life-Sachen haben immer wieder gekreist um Themen wie Angst und Wut und Liebe und so weiter. Sehr, sehr lesenswert. Und ansonsten natürlich das Studium im Buddhismus über die 51 Geistesfaktoren. Da haben wir ja auch schon verschiedene Videos hier aufgenommen. Da wird das verhandelt durch die sechs Hauptleidenschaften, 20 Nebenleidenschaften, elf heilsame Geisteszustände. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das im Einzelnen lernt. Paul Eckmann hat, wie gesagt, jetzt einen westlichen Emotionsatlas gemacht. Und da freudigerweise gibt es jetzt immer mehr auch säkulare Systeme, in denen man Emotionsschulung anbietet. Ne? Was man dann eben auch an den Schulklassen machen könnte und im Pflegebereich und in den Firmen, wo man eben nicht Buddhist werden muss und trotzdem die Segnung einer solchen Praxis erhalten kann, wie man mit seinen Emotionen umgehen kann, wie man aufmerksamer wird. Das wäre dringend notwendig, damit unsere Gesellschaft, die im Moment offenbar nicht sehr glücklich ist, glücklicher wird und die Menschheit ihre Lebensgrundlagen aufrechterhält. Das ist von allergrößter Bedeutung. Eine Bildung, die sich nicht um Emotionen kümmert, hat den Namen nicht verdient. Es ist Traditionelle Bildungsbegriffe beinhalten immer die Persönlichkeitsentwicklung. Bei Humboldt ist das noch der Fall und so. Heutzutage scheint das keine Rolle zu spielen. Das ist sehr bedrohlich. Früher haben die Religionen das vermittelt, aber die haben heute natürlich keine Macht mehr. Da müssen wir sehen, wie andere Kräfte das vermitteln können. Und das kann man auch säkular, auch mit Hilfe von Wissenschaft entwickeln, dass man deutlich macht, was notwendig ist wie man mit seinem Geist arbeitet, wie man positive Einstellungen und Emotionen entwickelt und negative überwindet. Das ist von allergrößter Bedeutung. Und erfreulicherweise gibt es da das Cultivating Emotional Balance, auch von Eggman oder das C-Learning. Alles auch im Zusammenhang mit Impulsen des Dalai Lama entwickelt. Ja, Im Moment forschen wir auch für die Stiftung, in der ich ja bin, wo sowas verbreitet werden soll, was es da alles so gibt. Und wir haben schon 60 verschiedene Organisationen, die Leute ausbilden in diesem Bereich. <laughs> eigentlich müsste man das nur noch umsetzen. Leute stehen bereit, aber sie kriegen meistens keinen Job, weil die Schulen das ja noch gar nicht machen oder so. Ne? Aber eigentlich brauchen wir das in allen Lebensbereichen. Wenn es nicht mehr von den Religionen vermittelt wird, dann müssen wir es anders lernen. Es ist absolut notwendig, dass man Emotionsschulung macht. Der Dalai Lama sagt ja, das ist wie Wasser und Tee. Also Religion ist wie Tee, aber sowas säkulare Ethik ist wie Wasser. Ohne Wasser kann man nicht leben. Ohne Ethik und vernünftigen Umgang mit Emotionen kann die Menschheit nicht leben oder überleben. Ohne Religion kann man vielleicht einigermaßen zurechtkommen. Nicht richtig gut, aber einigermaßen. Aber unverzichtbar ist diese Emotionsschulung, über die wir heute bisher gesprochen haben. Gut, dann wollen wir die Widmung sprechen. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen, verdienstvoller Handlung und Weisheit sammeln können und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre, lange leben, möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen zehn Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Ja, herzlichen Dank an Christoph für die Aufnahme. Und... wie? Bitte nicht oben. <laughs> Doch, du verkraftest das, du kannst das umwandeln. Und diejenigen, für die es nützlich ist, vielleicht können sie auch über PayPal eine kleine Spende machen, dann können wir das hier quasi kostenfrei aufrechterhalten. Das wäre sehr hilfreich. Während der Corona-Zeit haben das ja viele sehr großzügig gemacht und das hat uns sehr geholfen, das Angebot weiterzumachen. Gut, wünsche euch ein schönes Wochenende und vielleicht Montag oder Freitag wieder.